Ein herzliches Moin Moin aus Lübeck und herzlich willkommen zur Folge 101 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dass du mir dieses Mal auch wieder zuhörst. Und bevor wir loslegen mit dem heutigen Interview, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für all das Feedback, was nach der Jubiläumsfolge bei mir im Postfach über Facebook, über Twitter ankam. Und auch für die ganzen Bewertungen, die ihr abgegeben habt. Das fand ich wirklich klasse. Und ja, hier möchte ich mein herzliches Dankeschön nochmal aussprechen. In der heutigen Folge habe ich Vincent von Freaky Finance zu Gast. Vincent habe ich jetzt schon ein paar Mal persönlich kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und er hat mir seine Geschichte auch schon bei ein, zwei Bierchen erzählt. Und die hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, komm Vincent, lass uns mal ein Interview machen. Und er erzählt von seiner Lebensgeschichte, wie er angefangen hat zu sparen und wie er ein wirklich großes Vermögen mittlerweile aufgebaut hat mit ganz unterschiedlichen Assetklassen. Also von Kryptowährungen über Immobilien bis hin zu Einzelaktien und weiteren Assets ist alles dabei. Und wir sprechen in der ersten Stunde über seine unterschiedlichen Geldanlagen und in der zweiten Stunde über seinen Lebensweg. Und gerade der Lebensweg ist super interessant, weil er eben auch zeigt, dass man ohne Studium auch ein großes Vermögen aufbauen kann. Du siehst also, es ist ein vollgepacktes Programm mit ja knapp einer Stunde 50 mit Vincent und mir hat das Interview viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist wirklich mal auch eine interessante Perspektive, weil es eben nicht darum geht, dass man die finanzielle Freiheit erreicht, sondern dass man, wenn man sie hat, eben auch andere Möglichkeiten zur Verfügung hat. Ja, und diese Folge wird dir wieder präsentiert von Super. Und Super ist eine App zum Verwalten deiner Finanzen mit direkter Anbindung zu allen deinen Konten. Und die App lohnt sich für alle Leute, die die volle Kontrolle über ihre Einnahmen und Ausgaben haben möchten. Dank der direkten Online-Banking-Anbindung zu allen deinen Konten hast du alle Ein- und Ausgänge im Blick. Und mit Hilfe der automatischen Kategorisierung siehst du immer und überall, wie viel Geld du pro Kategorie bisher ausgegeben hast. Und dank der Budgetfunktion kannst du Ausgabenlimits festlegen und wirst benachrichtigt, sobald du ein Budget überschreitest. Und das Beste, Super unterstützt dich auch noch dabei, deine finanzielle Gesundheit zu verbessern. So weist dich der Finanzassistent zum Beispiel darauf hin, wenn du dein Konto oft überziehst und immer wieder hohe Dispozinsen zahlst, obwohl du eigentlich unterm Strich genug Geld zur Verfügung hättest. Du kannst immer einen aktuellen Financial Health Score einsehen und siehst, ob sich deine finanziellen Anstrengungen auch in direkten Ergebnissen widerspiegeln. Die Super-App gibt es für iPhone und Android und ist kostenlos. In Zukunft sollen noch weitere Funktionen wie beispielsweise intelligente Sparziele hinzukommen. Super will sich hier nicht auf Drittanbieter verlassen und ist deswegen gerade dabei, eine eigene Banklizenz zu erwerben. Deswegen bleiben deine Daten bei Super, werden verschlüsselt und auf deutschen Servern gespeichert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net/super, also Super mit Z, und dort kannst du dir nochmal alle Details und Features der App anschauen und sie auch direkt kostenlos downloaden. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Vincent. Auf geht's! Grad in Lübeck, das kennt man hier gar nicht in Norddeutschland, dass es so warm wird. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf meinen Interviewgast, trotz der Hitze hier. Und es kann sein, dass so ein paar Vögel zwitschern, weil ich das Fenster aufmachen musste, damit hier so ein bisschen frische Luft reinkommt. Aber bei meinem Gast, der in Hamburg sitzt, wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ich heiße Vincent von Freaky Finance ganz herzlich in meinem Podcast willkommen und freue mich, dass du da bist, Vincent. Alles klar bei dir, trotz der Hitze. Ja, moin Daniel, gutes Stichwort. Auch hier ist es drückend warm. Was für ein Mai, hat man selten. Ja, ich habe ja jahrelang jetzt in Frankreich gelebt und da war das Wetter ja meistens schön. Hier kennt man das gar nicht so. Also der Mai, also ich bin Anfang Mai aus Frankreich zurückgekommen und der hat mich hier mit super Wetter, wurde ich ja willkommen geheißen wieder sozusagen. Sehr schön, besser geht's nicht, ne? Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht magst du dich erstmal generell ein bisschen vorstellen. Wer bist du denn? Ja, also erstmal vielen Dank für dein Interesse, ein Interview mit mir zu machen. Zu deiner Anfrage hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mal in einem meiner Lieblingspodcasts zu Gast sein würde. Also vielen Dank dafür und auch ein großes Kompliment für dieses Format. Du machst es echt gut. Also du hast immer hochinteressante Gäste und deine Interviewführung, finde ich, ist echt super. Ich habe nahezu alle Folgen, würde ich sagen, gehört und die Entwicklung ist echt toll. Also ich bin gespannt, wie sich das Gespräch mit uns entwickelt. Ich bin nämlich schon ein bisschen aufgeregt und in Wirklichkeit nicht so eine große Laberbacke, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Genau. Ja, nun aber zu mir. Also mein Name ist Vincent. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin Vater einer erwachsenen Tochter. Ich arbeite seit 25 Jahren in der gleichen Firma als Techniker in Hamburg. Und ja, seit
über 20 Jahren bin ich Sparer und Privatinvestor mit allen Höhen und Tiefen, die man in der Zeit mitnehmen konnte. Und seit 2016, du hast es auch schon gesagt, betreibe ich den Blog Freaky Finance, ja. Genau, und das vertiefen wir jetzt nochmal ein bisschen. Aber erstmal herzlichen Dank für dein Lob. Das freut mich natürlich zu hören. Und ich habe das ja auch mitbekommen, dass du in Frankreich beim Joggen, glaube ich, den Finanzrocker-Podcast und der Finanzvisi rockt immer fleißig gehört hast. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, dieses Podcast-Hören hat mir tatsächlich dieses Joggen schmackhafter gemacht. Ich muss sagen, ich war immer sportlich. Also ich habe Fußball und Tennis gespielt seit früher Kindheit. Aber ich war immer ein Laufmuffel tatsächlich. Mhm. Und seitdem ich Podcast höre, empfinde ich längeres Laufen nicht mehr als Zeitverschwendung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich bin früher durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, ja, ich laufe hier durch die Gegend, aber irgendwie außer dem Sport an sich ist das Zeitverschwendung. Und seitdem ich dabei, also Musik hören, hätte es mir jetzt nicht versüßt, sag ich mal, aber seitdem ich da ja was Sinnvolles aufnehmen kann, ja, laufe ich auch mal 2 Stunden durch die Gegend und höre dann tatsächlich auch deine Podcasts und aber auch andere Finanzpodcasts und ja, das hat mir das Laufen ein bisschen versüßt und inzwischen bin ich auch schon Halbmarathon gelaufen, nächsten Monat den nächsten und ja, seitdem macht mir das tatsächlich Spaß, auch längere Strecken zu laufen. Sehr cool. Na, ich höre das ja auch im Fitnessstudio, das erleichtert mir das auch enorm. Aber so beim Joggen, das habe ich noch nicht gehabt, aber das liegt halt auch daran, dass ich nicht joggen gehen kann. Und ja, von daher kommt das jetzt nicht mehr in Frage, sonst hätte ich es auch getestet. Ja, also kann ich nur empfehlen, wer noch laufen kann. Ich weiß nicht, hast du was mit dem Knie oder? Ja, genau. Das ist ja oft das Problem, ja. Genau. Und aber wer es noch ausüben kann, das Laufen, kann ich nur empfehlen, da mal einen Podcast aufs Ohr. Natürlich gerne auch dahin. Also sind, wie gesagt, sind immer spannende Themen und mir hat's geholfen. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es, ja, ich mache es eigentlich jetzt immer so. Ich höre immer irgendeinen Podcast beim Laufen und es hilft mir. Ja, dann würde ich sagen, vertiefen wir das zu einem späteren Zeitpunkt. Lass uns mal über das Thema Geldanlage sprechen. Und du hast in diesem Jahr, das hattest du mir ja vor ein paar Wochen schon beim Finanzvisier Zellentreffen in Lübeck gesagt, du hattest ziemlich viele Dividenden in diesem Jahr erhalten. Wie viel hast du denn jetzt allein im April und im Mai erhalten? Im April waren es ja knapp 3.000 Euro und im Mai komme ich auf 2,5 ungefähr. Also aber brutto, ne? Also ich habe das jetzt mal in brutto angegeben, ja. Genau, insgesamt liege ich jetzt dann Ende Mai, wo wir jetzt ja uns gerade befinden, zum Zeitpunkt des Interviews bei 6.500 brutto bis jetzt in diesem Jahr. Das ist eine ganz schöne Menge. Wie lange hast du denn gebraucht, um wirklich so eine hohe Dividendenausschüttung im Jahr dann zu erhalten? Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich interessiere mich seit 20 Jahren für Finanzen und habe tatsächlich auch angefangen, ich glaube ja vor 22 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft und da kommt natürlich mit der Zeit dann ein bisschen was zusammen. Ich sag mal, anfangs habe ich noch so ein bisschen wild hin und her getradet und einiges ausprobiert, wie man so ist als junger Wilder und da denkt man ja, man kann da noch alles besser machen und durch hin und her irgendwie was optimieren und so und mit der Zeit bin ich dann, oder ich glaube, da wird man automatisch, ich weiß nicht, wie es dir geht, da wird man dann automatisch irgendwie ein bisschen ruhiger und wird dann mehr oder weniger, bin ich denn zumindest Buy and Holder geworden. Klar, es gibt welche, die spezialisieren sich konkret aufs Traden oder Daytraden oder wie auch immer. Mein Ding war das dann ja irgendwann nicht mehr, habe mich dann mehr oder weniger aufs Kaufen und Halten dann verlegt. Der ein oder andere Wert fliegt natürlich trotzdem immer noch mal raus, wenn der nicht performt oder so. Aber im Großen und Ganzen kaufe ich Aktien, lasse die liegen und habe dabei noch nicht mal wirklich eine reine Dividendenstrategie lange Zeit gefahren. Habe einfach geguckt, welche Werte mich interessieren, habe die gekauft, liegen gelassen. Ob die jetzt eine Dividende ausschütten oder so, hat mich lange nicht interessiert. Erst in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr auf Einkommensinvestitionen mich da verlagert. Und zwar, weil, ja, und da eben auch verstärkt auf Dividendenwerte gesetzt, weil ich jetzt eine berufliche Auszeit plane und eine Stundenreduzierung im Job vornehme und das niedrigere Halt will ich dann eben ein bisschen auch mit Dividenden und Zinsen aus anderen Anlageklassen ein bisschen ausgleichen. Das ist so der Hintergrund, warum ich da jetzt, ja, ich sag mal, die letzten 1-2 Jahre nochmal speziell auf Dividendenwerte gesetzt habe, was vorher nicht unbedingt nur der Fall war. Ja, und auch einige andere Anlageklassen, die eben ja monatlich oder wie auch immer mal ein bisschen Cash ausschütten. Das heißt also, du möchtest tatsächlich so ein bisschen für deine eigene Freiheit auch nutzen, dass du Dividenden ausgeschüttet bekommst. Genau, also jetzt die Auszeit, die ich jetzt plane und die Stundenreduzierung gehen natürlich mit Gehaltseinbußen einher. Und da war jetzt die Überlegung, dass ich das eben
ja, durch Dividendeneinnahmen oder P2P-Zinseinnahmen und ähnliche Sachen dann so ein bisschen kompensieren möchte, ne? Du hast jetzt P2P schon angesprochen, da bist du ja auch ziemlich gut unterwegs. Bei wie vielen Plattformen legst du da an und wie viel Zinsen kommen dann dabei rum? Ich musste da eben selber erstmal gucken. Ich habe nachgesehen, es sind knapp 20 Plattformen. Es kommt jetzt darauf an, ob Crowdinvesting, also das sind ja dann mehr so Immobilien-Crowdinvesting-Plattformen mitzählst oder nicht. Also insgesamt sind es dann mit Crowd sind es über 20, ohne reine P2P sind knapp 20 Plattformen. Und das sind jetzt auch schon über 550 Euro im Monat brutto, die dann da reinkommen. Im nur Monat? Aus P2P, ja. Aber ganz schöne Stange Geld. Ja, ich habe auch gelesen, dass du niemals so viel in P2P-Plattformen stecken würdest. Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt wenigstens auf viele Plattformen verteilt. Ja. Ja, es ist natürlich, bleibt das absolut eine hochriskante Geschichte, das ist mir auch absolut klar. Aber insgesamt habe ich da 10% meines Vermögens ungefähr auf diese Plattform verteilt. Ja, größtenteils natürlich mit dieser Buyback-Garantie, mit Rückkaufgarantie, die man natürlich auch nicht wörtlich nehmen darf. Das ist natürlich auch klar. Ein Restrisiko bleibt da. Bis jetzt funktioniert das ja fast ausnahmslos mit der Rückkaufgarantie. Einen Ausreißer gab es da ja bei Mintos, den Anbieter Eurocent. Da wird man wohl auf ein paar Euro dann sitzen bleiben, beziehungsweise die eben nicht zurückbekommen. Ja, das kann natürlich sich ausdehnen irgendwann. Man weiß nicht, wie das in einer großen Wirtschaftskrise sich alles gestaltet. Aber für mich, ich schätze das Risiko für mich überschaubar ein, 10% meines Vermögens dort zu investieren. Und naja, also ich sag mal, zweistellige Renditen kriegt man natürlich auch nicht geschenkt. Das geht immer mit einem Risiko einher. Das sollte jedem klar sein. Und ja, ich bin das jetzt eingegangen. Crowdinvesting heißt, du investierst jetzt auch in Plattformen wie Zinsland, wahrscheinlich, wo es gar nicht so hohe Zinsen gibt. Genau, da gibt es Zinsland, Bergfürst, Zinsbaustein, Exporo, das sind so die gängigen Plattformen und dort sind die Zinsen tatsächlich nicht so hoch wie bei den ausländischen P2P-Plattformen. Man kann sagen, irgendwie zwischen 5, 6, manchmal 6,5, wenn man ganz viel Glück hat, auch 7% bei den Crowdinvesting-Plattformen. Dafür sitzen die dann wieder in Deutschland, was einigen Leuten dann eben besser gefällt. Für mich ist das nicht das große Kriterium. Für mich ist es dann wieder nur einfach eine weitere Diversifizierung in Richtung Immobilien. Also eben nicht nur physische Immobilien, die ich auch habe, sondern nochmal eben eine andere Art von Immobilieninvestment und ja, noch wieder eine andere Anlageklasse, sag ich mal im Prinzip. Also irgendwas zwischen P2P und Immobilien. Ich versuche mich da wirklich sehr breit aufzustellen, um mich da zu allen Seiten ein bisschen zu diversifizieren und abzusichern. Das ist der Hintergedanke. Das geht jetzt natürlich nicht immer nur um die Prozentzahl der Rendite oder so. Ich gucke viel auf Diversifikation und ja, also für mich muss dieses Gesamtbild dann passen und ab einem gewissen Vermögen, sag ich mal, musst du auch nicht nur auf die Rendite gucken, sondern auf Vermögenserhalt. Und da finde ich dann eben Diversifikation ganz wichtig, weil Diversifikation kostet auf der einen Seite natürlich Rendite, aber bringt eben auch ein bisschen Stabilität in den Vermögensmix, würde ich sagen. Welche Peer-to-Peer- oder Crowdfunding-Plattform ist so dein Favorit? Also bei P2P ganz klar der Klassiker Mintos, würde ich sagen. Also grundsätzlich habe ich mal schon vor vielen Jahren, ich glaube 2009 war es mit deutschen P2P-Plattformen angefangen oder beziehungsweise mit einer, mit Smava war das damals. Die gibt es jetzt in dem Sinne als P2P-Plattform gar nicht mehr, das ist jetzt ein Kreditvermittler. Da bin ich letztes Jahr mit plus minus null dann irgendwann mal rausgekommen, muss man sich auch mal vorstellen, sind dann 8 Jahre oder was gewesen und im Prinzip der Aufwand umsonst, weil ich keine Rendite gemacht habe. Ich habe keinen Verlust gemacht, weil die auch so ein Absicherungssystem drin hatten, was dann auch funktioniert hat. Aber ja, hätte man sich halt im Prinzip sparen können, wenn man das in Aktien gepackt hätte oder was anderes, hätte man noch eine Rendite gemacht. Dann bin ich später zu einem anderen deutschen Anbieter, Aux Money, gekommen. Das ist wahrscheinlich der bekannteste in Deutschland. Ist auch der größte. Bin ich aber auch über, ja genau, bekannteste und größte Anbieter in Deutschland. Bin ich aber auch überhaupt nicht zufrieden. Ja, woran mache ich das fest? Erstmal habe ich zugegebenermaßen dort auch Anfängerfehler gemacht. Ich habe viel zu große Träge in einzelne Kredite dort gesteckt. Das zum einen, aber selbst als ich den Dreh raus hatte, hat nach meinem Empfinden hat Aux Money sich angefangen selbst abzuschaffen, indem die da das ganze Scoring-System umgestellt haben oder die hatten verschiedene Systeme, die sie dann
auf einmal völlig intransparent gemacht haben und dann ging es mehr danach, also konnte man nachlesen, inwieweit das stimmt, weiß ich nicht, über welchen Browser der Kreditnehmer oder Geber dort seinen Antrag gestellt hat und so. Also völlig wirr. Die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, aber ich hatte mich irgendwie an die Scoring-Modelle da gewöhnt und ja, die wurden dann auf einmal von heute auf morgen ersetzt durch was anderes, völlig undurchsichtig. Außerdem haben die Anlegergebühren, was es bei den ausländischen Plattformen, wie eben angesprochen, Mintos, gibt es das gar nicht. Mhm. Die haben ein völlig schlechtes Inkasso-Verhalten. Ja. Also bin ich unzufrieden. Und ich denke, da werde ich mit einem kleinen Rendite-Plus rauskommen irgendwann in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren. Ich ziehe da seit Jahren nur noch die Rückflüsse ab. Mhm. Aber es dauert halt auch ewig, weil natürlich auch, ja, wie gesagt, Inkassoverfahren dabei ist und was weiß ich. Und auch hatte ich natürlich auch in langfristig laufende Kredite dort investiert, die tatsächlich auch noch laufen. Also 5 Jahre, das dauert dann ja, bis du alles zurück hast irgendwann mal. Das ist auch so ein Punkt, die zahlen nur einmal im Monat, kriegst du dann eine Ausschüttung von Oaks Money, während bei den anderen ja, läuft das quasi taggleich sozusagen, kriegst du gleich deine Rückflüsse auf dem Konto gut geschrieben, dann kann das Geld wieder arbeiten. Bei Oaks Money ja, bekommst du einmal im Monat eine Ausschüttung, dann kann man da einen Unterschied sehen, ob du alter Anleger bist oder neuer Anleger. Ich bin halt mit meinem Account ein alter Anleger, da wird nicht mal aufgeschlüsselt, wie sich da die Rückflüsse aufteilen, also in Zins und Tilgung und so weiter, während bei meiner Tochter, die da auch noch einen Account hat, die ist viel später dazu gekommen, da ist das schön aufgeteilt, also da ist das transparenter, da kann man ein bisschen mehr sehen. Da habe ich beim Support nachgefragt, ob man das nicht für die alten Accounts auch einrichten könnte. Nee, das wäre zu viel Aufwand und so. Also das finde ich alles sehr unprofessionell und das soll dann halt eben der größte deutsche Anbieter sein. Und als ich dann irgendwann Mintos entdeckt habe zum Beispiel, habe ich gedacht, ich bin im P2P-Paradies. Ja, also die haben verstanden, was der Anleger braucht, machen wahrscheinlich trotzdem ihre Marge. Also die haben jetzt ja vermeldet, dass die jetzt sogar mit ihrer Plattform da Gewinn erwirtschaften, also werden die auch nicht leer ausgehen und trotzdem finde ich, haben die sehr, sehr viele Pluspunkte für die Anleger erkannt und die sind ja auch enorm gewachsen, haben, ja, weiß ich gar nicht mehr, wie viel tausende Anleger da gewinnen die andauernd und da gibt es andauernd neue Kreditanbahner, die sie neu mit aufnehmen, wo man dann in alle möglichen Länder inzwischen investieren kann über diese Anbahner und vor allem eben auch diese Rückkaufgarantie, die ich schon angesprochen habe, die es bei den deutschen Anbietern so gar nicht gab. Und ja, diese ganzen ausländischen Anbieter haben die zumeist mit dabei. Und das ist doch schon angenehmer, wenn man weiß, wenn der Kreditnehmer mal nicht zahlt, dann springt die Plattform im Normalfall ein. Gut, wie sich das, wie gesagt, nachher in einem anderen Marktumfeld verhält, wissen wir nicht. Aber im Moment klappt das ganz gut. Ja, das sind so meine P2P-Erfahrungen. Und um dann noch ein bisschen Risiko rauszunehmen, habe ich eben über viele, viele Plattformen gestreut. Ja, auf manchen mehr und auf manchen weniger investiert. Gut, dann lass uns mal so ein bisschen wegkommen von Peer-to-Peer-Krediten, von der riskanten Anlagevariante hin zu einer, die gerade für den Deutschen eine ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich Immobilien. Und du hast mehrere Immobilien, die du vermietest und du hast auch Genossenschaftsanteile. Warum spielt so das Thema Betongold so eine große Rolle bei dir? Ist auch natürlich aus Diversifikationsgründen, aber zunächst bin ich zu meiner ersten Immobilie auch schon vor 20 Jahren über meinen Onkel gekommen. Der hat mir aus dem erweiterten Verwandtenkreis, sag ich mal, hat er mir eine Immobilie angeboten, sagt hier, Onkel sowieso will da die Wohnung in Hamburg loswerden, wo vorher sein Sohn halt drin gewohnt hat, der da in Hamburg studiert hat, wie auch immer. Wohnung wurde frei und ich so als Unbedarfter habe gesagt, jo, machen wir mal. Und mein Onkel hat mich da auch wirklich unterstützt am Anfang, hat mir das alles erklärt, hat da viel mit mir zusammen gemacht. Und so bin ich zu meiner ersten Immobilie gekommen. Und ich sag mal, vor 20 Jahren in Hamburg eine kleine Wohnung gekauft zu haben, ist heute nicht das Schlechteste. Gut, war jetzt keine, sag ich mal, bewusste oder aktive Entscheidung von mir, weil ich wusste, dass die in 20 Jahren mehr wert sein wird oder wie auch immer. Ich habe einfach nur gesagt, jo, hört sich gut an. Und es hatte natürlich den Steuerspareffekt. Also ich habe viel gearbeitet früher und habe dadurch sehr viel Geld verdient. Und ja, dann will man natürlich, was macht der Deutsche am liebsten, außer Autoputzen am Wochenende, ja, Steuern sparen.
So, und so bin ich dann da auch zugekommen. Und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert. Mit Immobilien kann man eben auch Steuern sparen. Und das war ja der Hauptgrund, was mich da damals gelockt hat. Ja, das hat, wie gesagt, funktioniert. Nebenbei hat diese Wertsteigerungsgeschichte natürlich in dem Immobilienmarkt, wie wir ihn in den letzten Jahren gesehen haben, gerade in den Ballungszentren, hat natürlich auch einen positiven Effekt, aber das konnte ich natürlich nicht vorhersehen, das ist klar. Ja. So, und inzwischen, also das ist ja nicht die einzige Wohnung geblieben, ja, durch getilgte Kredite und Mieterhöhungen wird irgendwann der Steuereffekt auf einer Immobilie, wird ja halt immer kleiner und dann musst du, also in Anführungsstrichen, musst du eine neue Immobilie kaufen, um den Steuerspareffekt dann wieder entsprechend zu erhöhen. Und so kam es dann halt zu den nächsten Immobilien. Und irgendwann war das jetzt auch nicht mehr der Hauptgrund. Dann kam halt die Möglichkeit oder ja dieser Fremdkapitalhebel mit auch in den Fokus, dass man eben durch den Hebel da noch eine höhere Eigenkapitalrendite erzielen kann und eben auch die Diversifizierung, dass ich viel am Aktienmarkt gemacht habe, aber mich eben nicht nur auf diese eine Komponente verlassen wollte, sondern eben auch Immobilien als zweites Standbein haben wollte. Ja, und heutzutage, oder ich sag mal die letzten beiden Immobilien, jetzt auch mit der Auszeit, sag ich mal, und der Stundenreduzierung werde ich deutlich weniger Geld verdienen und dann spielt das Steuersparen auch nicht mehr so die große Rolle. Deswegen ist jetzt Immobilien neu kaufen gar nicht mehr auf meinem Plan ganz oben. Ich sag mal, wenn einem was vor die Füße fällt, kann man das vielleicht überlegen. Aber ich bin aktuell jetzt nicht aktiv auf der Suche und würde das jetzt erstmal hinten anstellen und das Immobilienportfolio, wie ich es jetzt aufgestellt habe, so belassen. Vielleicht sogar die eine oder andere in den nächsten Jahren dann nochmal aufwerten und dann noch wieder ein bisschen warten und vielleicht sogar mal verkaufen, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Aber Immobilienkaufpläne gibt es derzeit nicht. Wie viel hast du jetzt insgesamt? Wie viele Wohnungen? 7. 7 Wohnungen. Und ja. Was sind das für welche? Sind das sehr kleine Studentenwohnungen? Sind die ein bisschen größer? Teilweise, also von wirklich kleinen Studenten- oder Einzimmer-Apartments bis, ich sag mal, Mitte 60 Quadratmeter. Also auch nicht wirklich riesengroß, sind immer so 1 bis 2 Zimmerwohnungen und ja, eigentlich alle in Hamburg und eine in Leipzig, ja. In Leipzig. Und wie kontrollierst du da, was da vor sich geht und auch die ganzen Abrechnungen? Ist es problematisch oder geht das alles? Hamburg mache ich komplett alleine. Also du hast ja immer die Eigentümerverwaltung, sage ich mal, die sich um das Gebäude an sich kümmert, um alles drum und dran. Ich glaube, die ist ja auch verpflichtend. Die habe ich überall, aber die Mieterverwaltung mache ich in Hamburg komplett alleine. Das heißt also alles, was mit den Mietern zu tun hat, wie Nebenkostenabrechnung und Mieteingang kontrollieren und das Ganze mache ich hier selber. Und in Leipzig habe ich dafür eine Mietverwaltung, weil ich da zu weit weg bin und dann ja auch noch jahrelang im Ausland unterwegs war. Das kriegt man dann nicht hin. Da bezahlt man dann halt seinen Mietverwaltungsbetrag und dann kümmern sich die sich darum. Das hat natürlich den Vorteil, dass man das von der Backe hat, aber es hat auch wiederum Nachteile. Ja, deswegen mache ich das eigentlich lieber alleine, weil ja, die verwalten das eben nur und ja, du bezahlst da eh schon den Verwalter und wenn der Mieter anruft und sagt, der Wasserhahn tropft, dann schicken die da einen Handwerker hin und also ohne Nachdenken. Ja. Da könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen, dann war da eine Silikonfuge, haben sie mir einen Kostenvoranschlag geschickt, ja, die müsste gemacht werden für ein paar hundert Euro oder 4,50 Meter Silikonfuge. Ich sag, was ist denn da, was sollen da dran ein paar hundert Euro kosten? Ja, das ist halt, was der Handwerker sagt hier. Ich habe gesagt, haben Sie denn mal überlegt, ne, da ist jetzt ein Handwerker, ein selbstständiger Handwerker ist in die Wohnung gerade eingezogen. Der wohnt den ersten Monat wohnt er da nur für die Nebenkosten, weil sie das da alles, die haben das da echt versaubeutelt mit der mit dem Mietbeginn und so, da war ich eh schon sauer. Und dann habe ich gesagt, dann haben Sie nicht mal diesen Sachverstand als Immobilienverwalter mal einen selbstständigen Handwerker zu fragen, wenn der da schon den ersten Monat fast umsonst wohnt, ob der in der Lage ist, 4,50 Meter Silikonfuge zu ziehen alleine. Ja, nee, das können wir ja nicht alleine entscheiden und fragen und machen und tun. Da habe ich gesagt, dann fragen Sie doch mal. Dann haben die gefragt und er war total happy, dass er das alleine machen durfte. Und dann habe ich da die ganzen hunderte Euro, aber auf so einen Quatsch kommen die nicht alleine, ne? Also, ja, und dann, also sowas mache ich halt lieber alleine oder wenn einer anruft, ich brauche eine neue Duschwanne, ja, dann suche ich mir bei MyHammer halt irgendwie selber einen Handwerker raus und diese ganzen Verwaltungen werde ich das Gefühl nicht los, die kungeln da mit irgendwelchen anderen Handwerksbetrieben rum, kriegen da wahrscheinlich noch eine Provision, wenn sie denen da die Duschwanne vermitteln und ich bezahle doppelt und dreifach. Ne? Deswegen mache ich das lieber alleine, ist natürlich auch viel Aufwand. Ja, das ist halt auch ein Teil der Strategie, dass ich eben in sozial schwachen Stadtteilen investiere, weil ansonsten
kriegst du keine richtige Rendite mehr, sag ich mal, in den Ballungszentren. Und ja, dann wird es halt auch manchmal anstrengend mit den Mietern und so. Da gibt es auch Geschichten. Ist das echt so? Wo es ganz weit weg ist von diesem berühmten passiven Einkommen. Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Ja, da gibt es auch ganz verschiedene Geschichten. Ein Mieter ist mal verstorben, schon vor längerer Zeit war das. Also nicht in der Wohnung, aber ist ja auch egal. Der hatte auf der Straße einen Herzinfarkt, ist halt verstorben. Das war auch ein Arbeitsloser, der die Miete vom Amt bezahlt bekommen hat. Mhm. Der Leistungsempfänger ist verstorben. Das Amt stellt die Mietzahlung natürlich sofort ein. So, dann kriegst du den Schlüssel nicht. Du bist Eigentümer, kriegst den Schlüssel nicht. Ja, die Erbfrage muss erstmal geklärt werden. Wie gesagt, der Mann hat, weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro Schulden. Wer soll denn da das Erbe antreten? Das macht kein Mensch. Ja, nee, wir sind verpflichtet, dem nachzugehen. Dann haben die da geforscht und gemacht. Und die haben tatsächlich auch potenzielle Erben natürlich gefunden. Aber natürlich hat jeder normale Mensch das Erbe ausgeschlagen. Aber das hat monatelang gedauert, bis ich in meine Wohnung, für die ich natürlich in der Zeit auch keine Miete bekommen habe, rein konnte. So, nur weil der gestorben ist und weil das Amt meinte oder da dieses Nachlassgericht oder wer das da jetzt war, die müssen einen Erben suchen. Mhm. So, haben die natürlich nicht gefunden. Dann kommst du in deine Wohnung rein und dann ist der ja nun nicht auf der Straße kollabiert und hat vorher die Wohnung renoviert und ausgeräumt. Das kannst du dann selber machen, ne? Weil es hat ja nun auch keiner das Erbe angetreten, wie gesagt. Also holt auch keiner seinen ranzigen Fernseher und seine zusammengebrochenen Schränke ab und komplett der Raucher da gewesen, alles voll zugeraucht da. Und dann ja, musst du halt die Wohnung entrümpeln, alles neu renovieren und dann nach ein paar Monaten Mietausfall kannst du dann neu vermieten, deine Wohnung. Ja, das ist mal eine so eine Geschichte. Mietnomaden, hattest du die auch? Also ich hatte öfter Probleme mit Mietzahlung, sag ich mal, aber jetzt also komplett, dass einer das komplett zerschossen und über alle Berge oder so, in dem Sinne nicht, also kurz davor, sag ich mal, gab es schon so einige Situationen, aber ich sag mal, der eine ist dann freiwillig abgehauen und hat eigentlich auch sein Zeug mitgenommen. War dann natürlich auch nicht renoviert, aber ja, wenigstens hat er nicht das monatelang ausgesessen und ich hatte da jetzt keine großen Verluste. Mhm. Da gab es Stress. Jetzt hatte ich vorletzte Woche sollte ich meine erste Zwangsräumung haben. Mhm. Der ist dann aber auch freiwillig gegangen, aber das hat mich jetzt tatsächlich monatelang Mieteinbußen gekostet und natürlich Anwalt, Gerichtsvollzieher. Im Endeffekt ist er dann, wie gesagt, zwei Tage vor der Zwangsräumung ist er dann doch freiwillig gegangen. Ja, das kann man alles nicht richtig verstehen. Das sind auch Leute, die bekommen das Geld vom Amt, aber schaffen es nicht. Also die haben dann auch so Auflagen, die müssen sich ab und zu melden beim Amt und sagen, sie brauchen noch Hilfe oder was weiß ich da. Und das schaffen die teilweise nicht. Also die kriegen das eh schon bezahlt und wissen dann auch, spätestens wenn sie einen Brief vom Gerichtsvollzieher bekommen, dass der dann und dann auf der Matte steht und ihn aus der Wohnung schmeißt, schaffen die es trotzdem nicht, zum Amt hinzugehen und zu sagen, so, ich brauche weiterhin Unterstützung, bitte zahlt mir weiter die Miete. Ich habe mit diesem Amt gesprochen, die sagen, der braucht hier nur herkommen und die Hand heben und dann kriegen sie sofort ihr Geld. Aber wir müssen als Amt im Sinne des Steuerzahlers so handeln, dass wenn der nicht kommt und seine Ansprüche regelmäßig geltend macht, gehen wir davon aus, der ist über alle Berge oder hat halt kein Interesse mehr an den Leistungen und dann müssen wir natürlich im Sinne des Steuerzahlers das Geld sparen und die Leistung einstellen, bis der dann kommt und sagt, er braucht doch weiter Hilfe. Und das macht er nicht. Stattdessen geht er dann freiwillig aus der Wohnung, weiß nicht, wo er hingehen soll und ja, das kann man als normaler Mensch nicht verstehen. Aber solche Fälle gibt es dann. Aber wenn du jetzt gerade davon abhängig bist, dann, also von den Mieteinnahmen, ja, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn du dann zwei, drei Mieter hast, die dann die Miete nicht bezahlen und du halt auf das Geld wartest und das teilweise monatelang dauert, oder? Absolut, wenn du da jetzt, wenn das meinetwegen deine einzige Wohnung ist und du das alles auf Kante finanziert hast und so weiter und wenn du wirklich auf die Mieteinnahmen angewiesen bist, um den Kredit zu tilgen oder um halt insgesamt über die Runden zu kommen, dann kann dir das tatsächlich das Genick brechen, ja. Mhm. Dass du, ja, ich habe ja auch jahrelang gedacht, Miete vom Amt ist so ungefähr das Sicherste, was man sich vorstellen kann, aber das funktioniert nur, solange die Pappenheimer da mitspielen. Aber ich habe auch einen psychisch kranken Mieter, als ich den vor 15 Jahren als Mieter genommen habe, war der gesund, sag ich mal, ganz normal. Und mit der Zeit ist er halt
erkrankt. Ich weiß nicht genau, was der hat, aber der ist auf jeden Fall psychisch krank geworden. Der hat ins Treppenhaus gepinkelt, der schmeißt seinen Müll aus dem Fenster, der hat versucht, ein Feuer zu machen in der Wohnung. Da war dann letzten November oder wann das war, war dann ein Termin mit dem Umweltamt vor Ort. Mhm. Die wollten dann mal in die Wohnung aus irgendwelchen Gründen, die sie mir nicht sagen wollten. Okay, der Termin lief dann echt gut. Da hat er wohl dann wieder seine Tabletten genommen und dann war das auch okay. Aber ja, du hast halt immer dann natürlich diesen Stress mit Nachbarn, ja, mit Miteigentümern, mit der Verwaltung. Die schreiben dich immer an. Der lässt kategorisch keine Heizungsableser, keine Rauchwarnmelderprüfer in die Wohnung. Ne, du kannst das ja 50 Mal sagen, sie kennen doch die Situation mit dem Mieter. Ja, wir sind verpflichtet, sie anzuschreiben und sie darauf hinzuweisen. Aber du kriegst immer die ganze Post, was der alles nicht macht. Mhm. Du kriegst unregelmäßig Miete, weil, ja, wie gesagt, kommt drauf an, ob er seine Tabletten gerade nimmt und es schafft, das Geld zu überweisen oder nicht. Denn ist es natürlich eigentlich so geregelt, dass bei solchen Fällen das Amt direkt an mich zahlt. Dem hat er dann aber irgendwann mal widersprochen und meinte, er möchte das selber bezahlen. Und dann kommt eben erst, da hat er das Recht zu, dann kommt das Geld vom Amt zu ihm und er muss mir das weiterleiten. Schafft er dann aber halt manchmal nicht, weil er, wie gesagt, in irgendeiner Depression gerade wieder steckt. Aber das ist jetzt nicht so, dass da, es gibt keine Rückstände inzwischen, das wird dann auch irgendwann immer wieder ausgeglichen und inzwischen ist das auch mit seinem Betreuer oder über seinen Betreuer konnte ich das klären, dass das jetzt wieder direkt vom Amt kommt. Aber du hast halt immer dieses Hin und Her, ne? Du hast immer Stress, musst dich kümmern, musst gucken, oh, kommt jetzt diesen Monat die Miete oder nicht. Ja, und du bist natürlich auch immer verpflichtet, diese ganzen Schreiben von der Verwaltung weiterzugeben, an den Mieter zu informieren. Der nimmt das gar nicht wahr, weil der dann halt in seiner Krankheit da steckt, aber du musst es trotzdem machen. Also man hat dann schon Aufwand und ja, ich sag mal in dem Fall jetzt kein Minus oder keine Mietrückstände, aber eher viel zu hohen Aufwand eigentlich. Gut, ich habe jetzt das Glück, dass der seit 15 Jahren oder so da drin ist, eine ordentliche Staffelmiete. Das Amt weiß, dass sie den woanders nirgendwo unterbringen könnten und zahlen eine horrende Miete. Das ist der einzige Vorteil. Ja, aber man hat wirklich ja, solche Geschichten dann immer an der Backe. Das heißt aber, du hast die Wohnung jetzt komplett alle durchfinanziert und kannst jetzt praktisch eigentlich auch von den Mietüberschüssen dann mehr oder weniger auch leben? Nee, es sind nicht alle abbezahlt. Die letzten habe ich auch erst vor 2 Jahren gekauft. Mhm. Also da laufen die Kredite noch. Eine Wohnung habe ich zum Beispiel so ein ganz komisches Finanzierungsmodell gehabt. Da habe ich bis vor einem Jahr war es, glaube ich, tatsächlich immer nur die Zinsen gezahlt. Da ist die Schuld ist gar nicht gesunken. Das hatte auch wieder steuerliche Gründe. Ja, und da fange ich jetzt auch erst an zu tilgen. Aber ja, einige sind abbezahlt und bei einigen laufen dann die Finanzierungen noch. Aber trotzdem bist du der Meinung, dass du in Aktien parallel investierst, in Peer-to-Peer-Kredite, da machst du dir keine Gedanken, dass da irgendwie mal eine Schieflage kommen könnte? Auf jeden Fall kann eine Schieflage kommen, aber ich bilde mir immer ein, dass nicht die Schieflage alle Märkte gleichzeitig betrifft oder im gleichen Maße. Also deswegen immer diese Diversifizierung. Klar kann der Aktienmarkt einbrechen, hat aber nicht unbedingt was mit den Immobilienpreisen und vor allem auch nicht mit den Mieten zu tun. Klar, die Immobilienpreise könnten einbrechen, aber es werden nicht die Mietpreise im gleichen Maße sofort sinken. Ich meine, ich habe ja einen Mietvertrag und klar kann der irgendwann rausgehen und man muss einen neuen Mietvertrag schließen und so weiter. Aber die Mieten werden nicht sofort auch sinken. Ist genauso wie am Aktienmarkt, selbst wenn jetzt ein Crash kommt, die ganzen Aktienbewertungen 50% fallen, ist ja nicht gleich sofort so, dass die ganzen Dividenden auch um 50% im gleichen Maße gekürzt wird. Das erfolgt erstmal mit einer großen Verzögerung und im Normalfall auch nicht im gleichen Maße. Ne? Mhm. Und ja, dann habe ich halt auch noch Edelmetalle. P2P-Kredite haben jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach weder mit dem Aktienmarkt noch mit dem Immobilienmarkt zu tun. Und wie gesagt, wenn wir jetzt eine richtige, ausgewachsene Wirtschaftskrise wieder kriegen, dann kann natürlich in irgendeiner Form auch alles betroffen sein. Mhm. Aber das ist eben das Risiko, ne? Mhm. Genossenschaftsanteile hatte ich eben auch schon erwähnt, da hast du auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Ist das so der Sicherheitsanker im Portfolio oder hast du dann neben den Genossenschaftsanteilen auch Tages- und Festgeld? Ja, leider ist es nicht der große Sicherheitsanker. Den Artikel habe auch nicht ich geschrieben, den hat ein Leser von mir geschrieben. Das war ein Leserartikel. Mhm. Und über diesen Leserartikel bin ich erst so richtig auf diese Genossenschaftsanteile aufmerksam geworden. Ich habe das vorher selber immer ein bisschen belächelt und gedacht, naja, lass sie mal machen dafür ihre 3-4% Dividende. Aber dieser Leserartikel hat mir tatsächlich erst vor Augen geführt, dass das im Grunde genommen
du musst dir die Genossenschaft natürlich mal genauer anschauen, mhm. Die Bilanz und so weiter. Aber wenn das eine alte, gewachsene Genossenschaft ist mit einer gesunden Bilanz, ist das eine sehr, sehr sichere Geschichte. Und wo kriegt man heute noch seine 4% Zinsen? Mhm. Und da heißt es dann eben auch Dividende in dem Fall. Aber der große Haken ist eben, dass ich leider erst im letzten Frühjahr war das eben auf diese Geschichte aufmerksam geworden bin. Und da war ja das Zinsumfeld schon so, dass die Genossenschaften oder die allermeisten gesunden und guten Genossenschaften bieten gar nicht mehr die Möglichkeit, dort als reiner Anleger oder Sparer aufzutreten. Das heißt, du musst eigentlich im Normalfall immer auch ein Mietinteresse bekunden, mhm. und sagen, du möchtest über diese Genossenschaft jetzt früher oder später eine Wohnung mieten. Mhm. Ansonsten kannst du da gar nicht Genosse werden, wie es so schön heißt. Mhm. Einige bieten das trotzdem weiterhin an, es ist aber fast immer mit einer Deckelung verbunden. Also du kannst dort nicht in unbeschränktem Maße investieren. Manchmal ist die tatsächlich auch sehr, sehr gering, diese Einlage, die du dort tätigen kannst. Ja, und so ist das sehr schwer, dort einen nennenswerten Betrag in Genossenschaftsanteile heute zu investieren. Wie gesagt, ich habe einige gefunden, habe da auch jeweils, glaube ich, das Maximum reingesteckt. Aber es war eben leider erst vor einem Jahr und es ist auf mein Gesamtvermögen gesehen, ist es nicht ein großer Anteil, leider. Okay, und Tages- und Festgeld spielt aber bei dir trotzdem eine Rolle, oder hast du das alles investiert? Nein, natürlich Notgroschen ist, sage ich mal, Pflicht. Ne? Es kann immer irgendwas passieren. Ist bei mir auch relativ üppig. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich auch auf, ich sag mal, plötzlich auftretende Chancen reagieren können möchte, also egal welche Art, wenn einer, weiß kein Beispiel, irgendwas anbietet zum Kauf, kann ja auch was Teures sein, irgendwie ein Auto oder so, wo ich jetzt kein Interesse dran habe, nur mal als Beispiel, dann möchte ich sagen können, okay, kann ich mir vom Tagesgeld holen oder bezahlen, oder sei es eine interessante Aktie, die gerade irgendwie eingebrochen ist, an die ich aber trotzdem glaube oder so, wo ich dann einfach nur zack vom Tagesgeld eben rüber und dann investiere ich da eben, weil die Gelegenheit aus meiner Sicht günstig ist, sage ich mal. Mhm. Deswegen habe ich schon ein relativ üppiges Tagesgeldpolster. Mhm. Festgeld habe ich auch noch. Das ist tatsächlich gerade auch ganz interessant in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich in den Nachrichten verfolgt, diese Regierungsbildungskrise in Italien. Das liegt nämlich in Italien. Oh. Und wenn das schief geht, könnte ich mich sogar bei dir bedanken. Ich bin damals über deinen Podcast über Weltsparen auf Weltsparen aufmerksam geworden und habe damals, war irgendwie da so ein italienischer Anbieter, habe da mal, also auch keinen nennenswerten Betrag, aber ein paar tausend Euro da mal als Festgeld nach Italien geschoben. Und das ist ja schon ein nennenswerter Betrag, oder? Wenn es ein paar tausend Euro ist, also zumindest für die meisten Hörerinnen und Hörer, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Also ja, für mich ist das okay. Also ich könnte das verkraften, wenn das jetzt im Rahmen der Euro-Krise oder wenn Italien da rausfliegt oder was weiß ich mit meinem Geld macht, dann wäre das für mich jetzt wieder zu verkraften. Aber du hast natürlich recht, jetzt gerade junge Leute oder Normalanleger ist das vielleicht auch schon wieder zu viel Geld. Aber in meinem Verhältnis wäre das jetzt okay, wenn das, also natürlich nicht okay, ich würde mich nicht freuen oder so. Ja. Aber ja, es wäre jetzt verkraftbar, sag ich mal. Aber ja, das hatte ich damals auch nicht so richtig auf dem Zettel. Italien, ja, denkt man, ist ja auch eine relative Macht, wenn man es auf der Welt betrachtet, die gehören ja zu den G7 oder so, die Euro-Krise hatte ich damals noch nicht so oder zumindest nicht in Italien lokalisiert, habe das dann einfach gemacht. Heute, also diese ganzen osteuropäischen Anbieter wären schon damals gar nicht für mich in Frage gekommen, die da auch auf Zinspilot und Weltsparen und so rumkrebsen. Das hatte ich dann schon realistisch auf dem Schirm. Aber Italien habe ich gedacht, ja, okay, das ist ja eigentlich, ich sag mal, so ein okayes Land und habe das da investiert und ja, das gab ja zwischendurch schon immer mal dort Krisen, auch eben Bankenkrisen direkt. Das hat sich dann immer wieder ein bisschen, ist das aus dem Fokus verschwunden. Ja, und jetzt aktuell ist das gerade wieder hochinteressant, weil die da ja versuchen, eine Regierung zu bilden und auch eben eine teilweise sehr eurokritische Haltung dort herrscht, weil die da ja nicht mit klarkommen. Und ja, da wird das interessant, ob ich das, ich weiß gar nicht genau, wie lange es noch läuft. Es dürften wohl noch so anderthalb, zwei Jahre vielleicht sein, ob ich denn rankomme an das Geld. Ich bin ja mal froher Hoffnung, aber man weiß nicht, wie es ausgeht. Aber ich finde es interessant, dass du so viel auch ausprobierst, selbst wenn du der Meinung bist, dass es auch riskant ist. Aber grundsätzlich, wo du jetzt gerade Weltsparen oder Konsorten ansprichst, so Zinspilot und so gehört ja auch dazu. Und es gab ja auch vor
weiß nicht, ein, zwei Jahren eine Pleite in Portugal. Es gab jetzt eine Pleite in Estland. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass dann eine von den drei großen Banken, glaube ich, pleite gegangen ist. Und die hatten auch Festgelder angeboten über Savedo oder Zinsen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches war. Aber da kann es auch passieren, dass die Leute dann ihren Geldern da sitzen bleiben, ne? Dass sie dann nicht mehr rankommen. Und generell habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, die dann gerade bei Festgeld, wo es eh nicht so viel Zinsen gibt, dann außerhalb von, weiß nicht, Deutschland zu parken. Also bin ich absolut deiner Meinung, Festgeld ergibt im heutigen Zinsumfeld überhaupt gar keinen Sinn mehr. Eben. Also bei 4% ist es nochmal was anderes, aber wenn wir jetzt hier über Peer-to-Peer-Kredite mit einer Rendite von, sagen wir mal, 9-14% reden und dann gehe ich dieses Risiko für 1 oder 1,5% ein, ist es natürlich dann schon mal gewagt, ne? Gebe ich dir absolut recht. Also das steht in keinem Verhältnis. Wie gesagt, Italien hatte ich da nicht auf dem Schirm, dass die da so damals schon angeschlagen wahrscheinlich waren. Das muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hätte ich sonst natürlich nicht gemacht. Mhm. Risikofreudig bin ich allerdings trotzdem, sonst würde ich nicht in P2P und Bitcoins und sowas investieren. Nehme ich ja alles mit, probiere das gerne aus, aber natürlich auch immer erstmal mit überschaubaren Beträgen. Ja, und Italien als Euro-Wackelkandidat hatte ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Das ist natürlich vielleicht auch eine Bildungslücke gewesen, muss ich mir selber ankreiden. Aber ja, sowas passiert dann eben auch. Also Anlagefehler habe ich in meiner Karriere auch einige zu verzeichnen. So ist das nicht. Lass uns doch gleich mal dazu kommen. Ja, weil du das angesprochen hast mit diesen Bankpleiten. Ich war natürlich auch ganz vorne dabei, als die isländische Bank damals, 2008, Kopzing Edge oder wie die hießen, da hatte ich natürlich auch Tagesgeld, weil es da, weiß ich nicht, wie viel horrende Zinsen es damals da gab, habe ich natürlich mitnehmen wollen und dann auch sehr, sehr lange auf mein Geld gewartet. Also man muss sagen, das hat dann alles funktioniert. Es wurde alles, sogar inklusive Zinsen, zurückgezahlt, aber hat natürlich ewig gedauert und war eine absolute Zitterpartie. Das brauche ich nicht nochmal. Aber ja, eigentlich hätte ich damals schon lernen müssen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Island und Italien, obwohl die den gleichen Anfangsbuchstaben haben, da ähnliche Probleme haben. Also oder Irland kannst du auch noch dazu nehmen, ne? Die hatten ja ebenfalls Probleme. Stimmt, da hatte ich aber noch nie Geld geparkt jetzt. Ja, richtig, das war auch zwischendurch mal. Obwohl irgendwie zwischendurch waren die dann wieder Vorzeigekandidat, aber die mittlerweile haben auch mal, wieder, ja. Ja, genau. Ja. Aber die hatten da auch mal Stress, das stimmt. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Also da habe ich schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn du plötzlich dich in dein Konto einloggst oder nicht mehr reinkommst und dann aus der Presse entnimmst, dass die Bank, wo du auch damals schon wieder ein paar tausend Euro liegen hattest, ja, im Moment nicht mehr erreichbar ist und dass die jetzt pleite sind und dass das erstmal alles geklärt werden muss, ob und wie viel man wieder bekommt. Ja, das war auch keine schöne Erfahrung, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Eine andere nicht so schöne Erfahrung war, dass du in geschlossene Fonds investiert hast, wahrscheinlich auch vor 10 Jahren, ne? Kurz vor der Krise. Warum hast du damals auf solche intransparenten Produkte gesetzt? Das stimmt, das war auch ja ziemlich genau vor 10 Jahren. Das war im Rahmen der großen Krise damals, Lehman-Pleite und so weiter. Und ich war ziemlich viel in Aktien investiert, war da auch überzeugt von. Aber dann ist der ganze Markt natürlich erstmal zusammengebrochen. Und ich habe gesagt, also ich war zumindest schon so weit, dass ich nicht Aktien jetzt irgendwie panikartig verkauft habe damals. Aber ich war dann trotzdem ein bisschen skeptisch und habe gesagt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich das Geld irgendwo anders auch unterbringe und jetzt erstmal keine neuen Aktien kaufe. Ne? Also es war ja Weltuntergangsstimmung. Ich weiß nicht, ob du das damals bewusst alles auch miterlebt hast, aber die Medien und was die da alle erzählt haben, also du hast gedacht, das wird alles nie wieder was. Ich habe dadurch ja auch viel Geld verloren. Nicht so viel wie du, aber das hat schon wehgetan. Ja, ich habe dann auf jeden Fall geguckt, was man so machen kann. Alternativ bin denn irgendwie auf geschlossene Beteiligung gekommen. Ja, das ist das Stichwort, geschlossene Beteiligung. Nennt man ja auch, glaube ich, den grauen Kapitalmarkt. Mhm. Und ja, so hat sich das dann auch leider irgendwie dargestellt im Endeffekt. Ich habe da im Laufe der Zeit, das ging natürlich jetzt nicht, dass da ein Brief ins Haus flattert, sie haben 200.000 Euro verloren, aber insgesamt über die Zeit hat sich das jetzt auf diese Summe leider summiert. Das waren ganz, ganz viele verschiedene geschlossene Beteiligungen. Also ich habe nicht 200.000 in eine Geschichte gesteckt, nicht in einen geschlossenen Fonds, sondern auch wirklich ziemlich verteilt. Und da waren ganz unterschiedliche, oder zwei verschiedene grobe Gründe haben sich dann dort oder haben dazu geführt, dass das alles in die Brüche ging. Und zwar einmal ja einfach diese, trotzdem auch hat da eben leider auch die Weltwirtschaftskrise
eine große Rolle gespielt. Und zwar zum einen waren das dann Schiffsfonds, was jahrelang vorher super funktioniert hat. Auch so ein kleines Steuersparmodell, aber einfach das hat auch tatsächlich wirklich jahrelang vorher funktioniert. Ja, als ich eingestiegen bin, gab es eben dann die große Krise. Die Charterraten für die Schiffe sind dann irgendwie komplett eingebrochen. Und ja, dadurch konnten die Kreditraten von diesen ganzen Konstrukten nicht mehr bezahlt werden und das ist dann alles in die Pleite gelaufen. Es hieß immer, dass die Charterraten wieder steigen sollen. Sind sie denn auch mal ganz kurzfristig und dann sind sie aber wieder, also die haben sich nie wieder erholt. Die sind von einem ganz hohen Wert, sind die komplett eingebrochen und verharren seitdem auf einem absolut niedrigen Niveau. Ja. Und somit ist dann irgendwie ein Schiffsfonds nach dem anderen ist in die Pleite gegangen. Das waren so Schiffsfonds und dann gab es leider auch echt Betrügereien. Also das hat man vielleicht auch die eine oder andere Geschichte in der Presse mitbekommen, dass sich dann hohe Tiere von diesen Fondsgesellschaften da bereichert haben an den Anlegergeldern und solange neue Fonds aufgelegt wurden und neue Anlegergelder reinkamen, konnten die Zinsen bezahlt werden. Und ja, wie das dann immer so ist, ja, so ein typisches Schneeballsystem. Mhm. Irgendwann fliegt das dann auf, wenn mehr Leute was raushaben wollen, als reinkommt. Dann wird festgestellt, wo ist das ganze Geld und dann hat sich da irgendeiner eine Yacht und was weiß ich wie viel Häuser und was weiß ich alles gekauft. Ja gut, der wird dann natürlich auch irgendwann vor Gericht gestellt, aber da kriegst du ja als Anleger, dein Geld ist halt einfach weg, auch wenn der dann jahrelang in den Knast muss oder so. Ja, das war nicht, also das war nicht mal selten, das scheint also ein typisches Phänomen zu sein bei geschlossenen Beteiligungen, dass sich da Teile dieser Fondsführung dann da persönlich versucht zu bereichern und dass da Anlegergelder veruntreut werden und verschwinden. Ja, da kriegst du heute noch Post, ne, von irgendwelchen Insolvenzverwaltern und ob man noch irgendwo Ansprüche geltend macht und ja, und sie müssen jetzt hier abstimmen und da. Also es ist auch sehr lästig, weil man im Prinzip weißt du ja, dass eh nichts mehr kommt. Mhm. Ja, ich sag mal ein oder zwei Sachen davon, die laufen tatsächlich auch noch, die schütten auch ihre prospektierten Gewinne mehr oder weniger aus, aber das Gros der ganzen Geschichten ist da wirklich durch diese beiden Gründe, also Charterratenkrise oder Weltwirtschaftskrise und echt Betrug, ja, den Bach runtergegangen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben jetzt über die Festgeldprobleme gesprochen, wir haben jetzt über die geschlossenen Beteiligungen gesprochen. Welche Lehren hast du denn jetzt so aus solchen Sachen gezogen? Also geschlossene Beteiligung kommen mir nicht mehr in die Tüte, das kann ich ganz klar sagen. Ja, da habe ich natürlich meine Lektion gelernt. Mit der ganzen Situation ging es mir auch lange nicht gut. Da habe ich mir viel, viel Vorwürfe gemacht und war sehr traurig, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja. Aber im Endeffekt kann man es auch nicht groß rückgängig machen. Ich hätte natürlich viel weniger da investieren müssen. Aber ja, es war damals die Situation. Ich wollte es nicht in Aktien stecken. P2P war noch nicht. Das habe ich erst irgendwie ein Jahr später entdeckt. Wäre aber, wie gesagt, bei Smava und Co. irgendwie auch nicht besser gelaufen. Das kam ja dann erst mit Mintos und Co. Das war ja viel später. Mhm. Also irgendwie hatte mir damals, außer Immobilien, hatte mir da die Alternative gefehlt, mein Geld zu investieren. Und ich habe halt immer viel gearbeitet und viel verdient. Und ja, ich hatte ein Anlageproblem, auf Deutsch gesagt. Und ja, habe das dann probiert und das war eine falsche Entscheidung. Ja, mit dem Festgeld, ganz klar, da würde ich dann, wie gesagt, diese osteuropäischen Festgeld- oder Tagesgeldanlagen für diese Minizinsen, das zu riskieren, würde ich heute absolut auch nicht mehr machen. Italien hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, würde ich heute natürlich auch nicht mehr machen. Genauso wenig Portugal oder was wir da noch angesprochen haben. Wahrscheinlich noch nicht mal Frankreich. Ist auch egal, also einfach ein Tagesgeld mit einer möglichst deutschen Einlagensicherung, wobei die auch am Ende, wenn alles hart auf hart kommt, auch wahrscheinlich nicht unbedingt hält oder so. Ja, es kommt immer darauf an, weil du musst ja beim Tagesgeld auch darauf achten, was passiert halt, wenn mehrere Banken gleichzeitig pleite gehen und kann der Staat dann auch dann das noch leisten? Und man hat es ja beispielsweise in den Niederlanden gesehen, die hatten ja große Probleme, gerade die ABN AMRO, zu der auch Moneyou gehört. Und da ist ja der niederländische Staat mit 62% reingegangen. Ich glaube, die sind jetzt immer noch zum sehr großen Teil dran beteiligt. Wäre das jetzt bei mehreren Banken passiert, weiß auch keiner, was da gekommen wäre. Aber das sind so Sachverhalte, die darf man halt nicht außer Acht lassen, weswegen ich halt nicht immer ganz so viel auf die Einlagensicherung gebe und nicht ganz so viel dann eben bei einer Bank parke. Aber nichtsdestotrotz, dazu muss es ja erstmal kommen, dass mehrere Banken auf einmal gleichzeitig pleite gehen.
Ja, da steckt ja auch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker in mir. Ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, dass uns zumindest der Euro um die Ohren fliegt oder wir nochmal eine Währungsreform kriegen oder was auch immer. Und das sind, oder ja, so Zwangsenteignungen bei Immobilien, also zumindest ein Stück weit jetzt. Nicht, dass du deine komplette Immobilie abgeben musst, aber im Sinne von irgendwie erhöhten Steuern oder was auch immer. Ja, auch hier, guck mal, du hast Immobilienbesitz und jetzt speziell einige Leute vielleicht auch nicht wenig Immobilienbesitz und dann, wenn man dann sagt, wenn das jetzt nicht unbedingt eine eigengenutzte ist, dann ist jetzt ab dann und dann irgendeine Strafsteuer fällig, weil wir es brauchen oder so, ne? Das kann alles passieren, finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Also auch gerade diese ganze Euro-Problematik. Und wenn man sich das ganze Weltfinanzsystem anguckt, das ist auch alles nicht gesund. Ja, die doktern da zwar immer ein bisschen rum und retten das von heute auf morgen, aber dann ist, weiß ich nicht, USA mal wieder ein paar Tage da irgendwie zahlungsunfähig und die Beamten müssen zu Hause bleiben. Das ist doch alles nicht normal. Wie lange sollen das noch gut gehen? Also ich finde es, wie gesagt, nicht sehr unwahrscheinlich, dass da das eine oder andere, wie stark uns das treffen wird, weiß ich natürlich alles nicht, aber dass da irgendwann mal was gehörig schief geht, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und warum denkst du da jetzt nicht so typisch deutsch, dass du dein Geld dann am besten in Gold steckst und verbuddelst im Garten oder Ja, das habe ich ja auch gemacht, so? aber eben auch wirklich nur für diesen Fall dann. Also ja, wenn wirklich alles kollabiert, sag ich mal, dann möchte ich in meinen Garten gehen und mir das Gold und das Silber ausbuddeln und damit mir vielleicht ein Brot kaufen können. Ich habe auch, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber ich habe auch noch ein bisschen Schnaps und Zigaretten, ne, für den kleinen Schwarzmarkt. Vorrätig. Ja, das ist, also ich bin jetzt nicht so völlig so, wie heißen die Prepper da, die wirklich an den Weltuntergang glauben und ihren Bunker im Garten haben und so, so schlimm ist es noch nicht. Aber halt für den Fall der Fälle hat man halt das Nötigste erstmal da, um auf dem Schwarzmarkt zurechtzukommen und eben Edelmetalle haben sich halt über tausende von Jahre als Zahlungsmittel irgendwie etabliert. Das wird dann schon irgendwie funktionieren. Da gibt es natürlich auch Nachteile. Ist mir alles ganz klar, aber so hat man eben von allem irgendwas und irgendwas wird hoffentlich in allen Situationen oder in jeglichen Situationen wird man auf irgendwas zurückgreifen können, hoffentlich, was noch irgendwie funktioniert. Das ist meine Philosophie. Ob das am Ende aufgeht, weiß ich natürlich auch nicht. Und vor allem hoffe ich ja gar nicht, dass ich das ausprobieren muss, dass ich in die Situation komme, beweisen zu müssen, dass ich jetzt mit meinem Gold in einem Bürgerkrieg oder was auch immer geartetem Zustand noch zurechtkomme. Das will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur für mich wissen, okay, ich habe das und das passiert, könnte es klappen oder ich könnte darauf zurückgreifen. Mir ist gerade eine wunderbare Headline für den Podcast-Artikel eingefallen, aber ich glaube, die kann ich nicht bringen. Wo Ja, du sag mal. das Schlagwort Bürgerkrieg jetzt erwähnst. Also sowas wie Gold kaufen für den Fall eines Bürgerkrieges oder sowas. Aber ich glaube, das ist zu Mark Friedrich-mäßig. Ja, kannst du vielleicht als Untertitel mitnehmen oder so. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie du überhaupt titelst dann. Ja, aber es wird sich ja vielleicht aus dem weiteren Gespräch noch ergeben, ja. Ja, ich habe jetzt noch mal eine Frage beim Thema Geldanlage. Du hast jetzt eben über deine Fehler gesprochen und auch, was du so ein bisschen anders machen würdest. Trotzdem investierst du jetzt auch noch mal verstärkt in Kryptowährungen. Wie kommt denn das? Verstärkt würde ich nicht sagen. Also ich habe das auch gemacht oder mache ich noch. Wie bin ich drauf gekommen? Ich war im, auch zwar auch im letzten Frühjahr, war ich gerade mit dem Thema Gold, was wir ja eben schon hatten, beschäftigt oder Edelmetalle. Da hatte ich ein Interview vorbereitet mit Götz von Finanzblock News. Der ist auch so ein Edelmetall-Fan und ich halt auch. Und da habe ich ihn zu befragt. Und dann bin ich irgendwie auf das digitale Gold gekommen. Also ich sag mal, Kryptowährungen waren im letzten Frühjahr noch gar nicht so das große Thema, wie es dann im weiteren Verlauf des Jahres geworden ist. Aber irgendwie über diese Schiene vom physischen Gold bin ich auf das Digitale gekommen und habe gedacht, hey, du bist Edelmetall- und Goldfan, aus genannten Gründen eben auch, wie ich es eben schon erzählt habe. Und wie sieht es denn aus mit der digitalen Variante? Ist das für dich? Habe ich mich ein bisschen mit damit beschäftigt? Dann ist das auch erstmal wieder kurz irgendwie in den Hintergrund getreten. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe mich da dann nochmal mit beschäftigt und habe gesagt, so jetzt kaufe ich mir mal hier so Bitcoins. So richtig verstanden hatte ich das damals auch noch nicht oder wahrscheinlich in der ganzen Tiefe habe ich das heute noch nicht durchdrungen, was da alles hintersteckt. Dafür bin ich einfach so IT-mäßig und was da alles mit zu tun hat, bin ich viel zu, ja, wahrscheinlich zu alt oder zu unbewandert. Hab's dann aber, ja, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ich bin immer sehr neugierig, was Anlageklassen oder Investitionsmöglichkeiten angeht. Ich habe scheue auch ein gewisses Risiko nicht und habe mir dann einfach Bitcoins gekauft. Auch natürlich erstmal nicht oder zum Glück nicht
so in dem Maße, wie ich dann irgendwann in geschlossene Beteiligung investiert habe, sondern erstmal klein und habe dann jeden Monat ein bisschen nachgekauft. Und irgendwie wurde das Thema ja auch immer präsenter dann in den Medien. Das war ja dann in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr, war das ja so das Thema überhaupt. Irgendwie Kryptowährung, Bitcoin geht durch die Decke und was man alles da mitbekommen hat. Ja, und da war ich dann aber schon zu dem Zeitpunkt zum Glück schon so ein Stück weit investiert. Und ja, davon profitiert, sag ich mal, mein Krypto-Portfolio heute noch. Das ist noch so 50% im Plus. Und ich komme jetzt langsam dahin, dass das jetzt ein Jahr besteht, dann könnte man das ja theoretisch auch steuerfrei dann was rausholen und so. Und ja, auf dem Aktienmarkt habe ich jetzt noch keine 50% in einem Jahr gemacht. Das ist jetzt natürlich diesen Erfolg schreibe ich nicht mir als Investorgott zu, sondern das war jetzt reines Glück, dass ich da über dieses Thema gestolpert bin, dass ich einen Tick früher als die Masse schon mal angefangen habe, wenigstens zu investieren. Und es ist einfach, ja, ist natürlich ein schönes Ding. Es hätte genauso gut so, ich habe natürlich auch später noch nachgekauft, auf dem absoluten Höhepunkt habe ich noch nachgekauft, wenn ich mir die Werte jetzt angucke, also so kleinere Kryptowährungen, die ist tiefrot, ne? Aber die Masse an Bitcoins, die ich dann vorher hatte, die ziehen das alles noch ein bisschen hoch. Also es war reines Glück, das war Neugier, das war der Hype dann ist man da ein bisschen mitgeschwommen und wollte da mitreden können. Und es war einfach interessant, da seine Krypto-App auf dem Handy da aufzumachen und zu sehen, oh, heute wieder zweistellig, alles grün hier und so. Das war halt eine Zeit lang total witzig und interessant. Es gab kaum andere Themen. Ja, mit anderen Kumpels oder mit anderen Bloggern hat man sich dann da Screenshots hin und her geschickt, wie sein Krypto-Portfolio gerade aussieht. Und man hat sich eigentlich auch ein bisschen darüber amüsiert, weil jeder wusste, dass das eine totale Blase ist. Aber man hat es einfach mitgenommen, mitgelebt. Und ich habe da auch wirklich keine großen Beträge jetzt insgesamt. Also wieder für mich gesprochen. Das mag für den einen oder anderen. Ist es vielleicht auch schon wieder zu viel. Aber ich habe da, was mein Gesamtvermögen angeht, wirklich einen Mini-Prozentsatz nur in Kryptowährungen. Finde das immer noch relativ interessant, aber das Interesse ist jetzt mit dem Einbruch der ganzen Geschichte Anfang des Jahres, hat das natürlich auch ein bisschen nachgelassen, muss ich auch ehrlich sagen. Das war dann wirklich ein bisschen auch der Hype und das hat alles auch nachgelassen. Ich bin froh, dass ich da immer noch einigermaßen im Plus bin, aber ich habe jetzt auch länger nicht neu investiert. Ich beobachte das noch ab und zu, verfolge das ein bisschen und bin einfach auch daran interessiert, wie sich das langfristig entwickelt alles, das ganze Thema Blockchain allgemein oder welche Kryptowährungen sich da durchsetzen. Es gibt da Geschichten, die haben überhaupt noch gar keinen Use Case und was es da alles gibt, da wenn ich da an diesen Dogecoin oder was denke, wo die Macher selber sagen, das ist alles Fake und Quatsch und hat überhaupt keinen Sinn und die Leute kaufen das wie die Bekloppten. Es ist ja auch irgendwie Entertainment auch so ein bisschen, ne? Aber in Entertainment würde ich zumindest mein Geld nicht stecken. Das ist absolut richtig. Das kann man nur machen, wenn man das realistisch einschätzen kann, wenn man bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Und ich habe ja gesagt, für mein Verhältnis war das jetzt auch wirklich kein großer Betrag. Ich wollte da ein bisschen, also ich bin der Typ, ich mache das lieber selber mit und rede darüber, als mich über irgendwas lustig zu machen oder über irgendwas zu reden, was ich selber gar nicht ausprobiert habe. Das machen, finde ich, auch viele. Die ziehen dann über P2P-Kredite her und verbreiten da Halbwahrheiten oder sogar Falschheiten, haben es aber selber teilweise noch gar nicht probiert. Das finde ich auch nicht richtig. Also da sage ich lieber, ich gehe da mit einer kleinen Summe selber rein, probiere das aus. Wie funktioniert das? Ist das überhaupt langfristig was für mich? Und was ziehe ich da für Lehren raus? Und dann kann ich auch mitreden. Und ansonsten bei Sachen, die ich nicht aktiv selber mal probiere, halte ich mich halt eher auch mit meiner Meinung zurück oder dränge mich da nicht in den Vordergrund und muss da jetzt irgendwas kundtun. Auch wenn ich vom Gefühl her vielleicht denke, ja, das ist nichts oder so, dann kann ich das nicht fundiert belegen, weil ich das nicht ausprobiert habe. Ich kann nur sagen, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei, ich probiere das gar nicht erst aus oder so und dann ist gut. Aber ja, ansonsten, wenn mich das reizt und das ist halt im Anlagebereich, ist es viel, was mich reizt oder interessiert, gerade wenn auch so neue Sachen oder Hype-Themen aufkommen, ja, dann bin ich meistens erstmal dabei. Klar, jetzt nach dem, was ich gelernt habe mit geschlossenen Beteiligungen, erstmal auch immer mit kleineren Summen und so weiter. Man lernt ja nicht aus, aber grundsätzlich bin ich da immer sehr interessiert und spiele das alles mit ein bisschen. Okay, dann habe ich jetzt noch einen Punkt, den ich unbedingt mit dir besprechen möchte, nämlich, also wir haben jetzt über ganz, ganz viel Geld gesprochen, das hat man auch rausgehört, ich meine, deine ganzen Wohnungen, die Aktien und die Aktienerträge, Peer-to-Peer-Kredite, alles, was dazugehört, das ist eine ganze Stange Geld
Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, du bist jetzt 41, du bist jetzt auch noch nicht wirklich alt. Wie hast du das Ganze, naja, ich bin jetzt auch nicht so viel jünger. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie hast du denn das Ganze erreicht? Weil du hast ja auch nicht studiert und du hast dir das auch alles selber beigebracht, oder? Ja, das muss man sagen. Also ich habe jetzt nichts geschenkt bekommen. Ich habe nicht großartig was geerbt. Ja, ich habe früh angefangen zu arbeiten. Oder ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Als Jugendlicher habe ich schon Zeitungen ausgetragen, so fängt das ja mal an. Ist ja heute auch nicht mehr üblich. Da spielt man ja lieber irgendwie, weiß ich, was spielt man heute? Nicht mehr Gameboy wahrscheinlich, aber irgendwas anderes. Zu meiner Zeit haben dann die, ja genau, ne? Also früher haben die Leute dann lieber Gameboy gespielt und ich bin Zeitungsaustragen gegangen. Heute spielen sie vielleicht lieber PlayStation oder ja, machen irgendwelche anderen Kram, wo nichts bei rumkommt. Mhm. Also ich bin Zeitungen austragen gegangen. Ich habe die Realschule abgeschlossen. Meine Lehrer meinten, ich soll aufs Gymnasium gehen und Abitur machen, weil ich das schaffen würde. Ich habe gesagt, nein, ich will Geld verdienen. Ich habe absolutes Glück gehabt mit meiner Ausbildung oder mit dem Betrieb, wo ich gelandet bin. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Bewerbungen in meinem Leben geschrieben, bin dann da gelandet, wo ich heute noch bin. Also ich bin seit 25 Jahren in einer großen Firma. Ja, habe da meine Ausbildung gemacht, also was Handwerkliches gelernt. Danach musste ich leider noch Dienst am Staat tun, kennst du wahrscheinlich auch noch. Ich habe dann als junger Vater den Wehrdienst, wie es damals hieß, verweigert und habe Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus, im technischen Dienst. Und ja, das war auch nochmal eine finanzielle Durststrecke über ein Jahr. Aber als ich dann wieder in den Betrieb gehen konnte, ja, ging das richtig los. Da hatte ich schon, oder schon während der Ausbildung, habe ich immer aus Spaß gesagt, im familiären und Kollegenumfeld, so irgendwie mit 30 gehe ich in Rente. Ne? Ich will früh viel arbeiten und später irgendwie davon zehren. So diesen ganzen Begriff finanzielle Freiheit und das alles, das kannte ich natürlich damals gar nicht. Aber diese Grundidee, die war irgendwie in mir drin. Ich habe dann wirklich jede Überstunde, sag ich mal, mitgenommen auf der Arbeit, was sich ergeben hat, Wochenendarbeit und länger bleiben. Ich habe irgendwelche Schichtdienste übernommen, wo sich die Leute nun nicht wirklich drum geschlagen haben, weil ich immer der, die Hand gehoben hat, wenn es da irgendwelche Zuschläge gab. Ich habe immer zugesehen, dass ich in Abteilungen gearbeitet habe, wo es brennt, also wo man auch diese Überstunden machen kann. Mhm. Es gibt ja Leute, die gehen lieber dahin, wo es ruhig ist, weil die dann halt um 2:30 nach Hause gehen wollen. Und für mich war wichtig, ich muss mich irgendwo in einem Betrieb oder in einem Umfeld im Betrieb aufhalten, wo halt Mehrarbeit gefragt ist, wo Stress ist, wo das gebraucht wird. Mhm. Und das habe ich jahrelang durchgezogen. Ich habe mich von einem Recovery-Programm zum anderen gehangelt. Ich habe eine Zeit lang für den englischen Anteil unserer Firma habe ich da gearbeitet in Deutschland, aber das war auch so, da war man so ein bisschen unterm Radar, hatte Sonderbedingungen und so weiter, habe da sprachlich von profitiert und finanziell eben auch durch die ganzen Überstunden. Dann bin ich auch mal das erste Mal schon Anfang 2000 irgendwann ins Ausland gegangen. Ja, einfach weil ich wusste, was es dort für Zuschläge gibt und was man dort finanziell für Vorteile hat. Also ich habe immer die Stellen gesucht, wo man halt auch innerhalb der Firma ja Überstunden machen kann oder Zuschläge bekommt oder irgendwelche Vorteile genießt. Das habe ich wirklich aktiv gesucht. Ich habe mich hochgearbeitet. Also ich habe nicht nur die Arbeit gesucht, sondern habe die dann auch versucht gut zu machen. Das hat sich rumgesprochen. Man hat aktiv nach mir gefragt oder man hat mich dann langsam aufsteigen lassen. Ich habe mich hochgearbeitet, also vom normalen Gesellen dann zum Vorarbeiter und so weiter und war dann jahrelang im Ausland schon frühzeitig mit Mitte 20 und bin dann irgendwann auch wegen der Beziehung damals wieder zurück nach Deutschland gekommen, bin vom gewerblichen Bereich in den Angestelltenbereich gewechselt, ohne dass ich irgendwie studiert hätte. Ich hatte ja in Anführungsstrichen nur den Realschulabschluss, konnte trotzdem ja, durch meine Leistung oder was auch immer. Ich habe mich dann auf verschiedene Stellen beworben und bin halt in das sogenannte Angestelltenverhältnis, also vom Arbeiter zum Angestellten gewechselt. Also bei uns nennt sich das irgendwie Blue Collar, sind die wirklich handwerklich arbeiten und White Collar sind die Bürofuzis, sag ich mal. Und dann bin ich halt ins Büro gewechselt, habe da halt Glück gehabt, weil normalerweise muss man dann halt dort auch irgendwelche Studien da oder Studium vorweisen und so weiter. Das hatte ich nicht und konnte da trotzdem ins Büro wechseln.
Und dann habe ich auch was ganz anderes gemacht, habe ich kaufmännische Tätigkeiten dann gemacht. Das war auch sehr spannend, 7 Jahre lang. Und ja, da wurde es auch ruhiger, da hatte ich dann auch gar nicht mehr so diese Möglichkeiten mit den Überstunden. Aber ja, allein dadurch, dass ich von der Arbeiterklasse da in dieses Angestelltenverhältnis gerutscht bin, gab es dann schon mehr Geld. Und ja, dann gab es noch die Begebenheit, dass ich mich in dieser Bewerbungsphase zwischen Ausland und Rückkehr nach Deutschland damals, hatte ich mich mal für so ein Förderprogramm von unserer Firma beworben, für einen Technikerstudiengang, der von der Firma komplett bezahlt wird, wo man sein Gehalt weiterbekommt und dann eben diese Technikerschule besuchen kann. Ja. Und dann kam mein damals dann neuer Chef, ich war gerade wieder in Deutschland in der neuen Abteilung, im Angestelltenverhältnis endlich angekommen, und dann kam mein neuer Chef, sagt, ja, hier ist eine Mail gekommen für dich, du bist hier eingeladen zu so einem Auswahlverfahren. Oh, und dann war mir das ja fast peinlich, weil ich hatte jetzt das Gefühl, dass das doof für ihn ist, weil ich ja gerade erst in seine Abteilung gekommen bin. Und wenn ich dann jetzt in dieses Förderprogramm gehen würde, würde ich ihm ja nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Aber er hat das komplett anders gesehen. Das ist ja eine total tolle Chance für dich und mach das doch. Und ich habe so gesagt, ja, eigentlich, ich war dann so ehrlich, ne, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen, weil ich habe ja jetzt die Stelle bekommen, ohne dass ich hier irgendeinen Schein vorweisen kann. Also ich war kein Meister, kein Techniker, habe kein Studium gehabt. Und ja, ich will dir ja auch gerne weiter zur Verfügung stehen. Und dann, ja, haben wir uns so geeinigt, ja, du gehst zu diesem Auswahlverfahren und wenn die dich nehmen, dann machst du das, und wenn nicht, ist auch okay so. Ja, und dann, wie das so ist, wenn man nichts zu verlieren hat, ich habe dieses ganze Auswahlverfahren da durchlaufen, ohne mir eine Platte zu machen, und am Ende hieß es irgendwie, da von hunderten Bewerbern nehmen die da jedes Halbjahr 8 Leute oder so, und ich war dann nun einer davon. Naja, dann habe ich also nochmal mit, weiß ich gar nicht, wann war das so, mit Anfang 30 oder so, bin ich dann nochmal zur Technikerschule gegangen. Hab das aber alles eben komplett von der Firma bezahlt bekommen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Sowas gibt es auch nur in großen Firmen. Und hatte dann am Ende ja dieses Technikerstudium, wo ich gedacht habe, das brauche ich nie im Leben wieder, weil ich hatte ja schon alles in Anführungsstrichen erreicht, was ich erreichen wollte, mit der Position, die ich da schon so bekommen hatte. Und ja, dann gab es aber tatsächlich kurz danach die Situation, dass wir eine andere Firma dazugekauft haben und dass mein Standort in diese andere Firma integriert werden sollte. Also da sollte ein ganz anderer Firmenname auf einmal dran stehen. Und ich war ja nun schon 20 Jahre in meiner Firma da irgendwie verwurzelt und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ist überhaupt nicht gesagt, dass die andere Firma irgendwie schlechter wäre. Die Konditionen sollten auch gleich bleiben, aber ich stecke irgendwie mental so tief in meiner Firma und bin der auch so dankbar. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf meinem Ausweis irgendwie eine andere Firma steht. So, ne? Und dann habe ich da sofort das Netzwerk aktiviert und eine Rundmail geschrieben an Leute und Bekannte, die man halt in der Firma über die Jahre kennengelernt hat. Ich sage, Leute, ich brauche irgendwie eine neue Stelle, ich muss hier weg, die wollen hier einen anderen Namen ranschreiben. Und dann war ich auch innerhalb von ein paar Wochen, hatte ich eine neue Stelle, bin dann wieder an einen anderen Standort in Hamburg gewechselt und ja, habe dann wieder ja nichts Kaufmännisches mehr gemacht, war dann wieder mehr mit dem handwerklichen Bereich verbunden, also musste nicht selber Hand anlegen, aber habe da die Arbeitspläne für geschrieben und so. Ja, so bin ich da wieder wild hin und her gewechselt, und dann bin ich auch durch diese Geschichten wieder öfter ins Ausland gekommen. Während des Technikerstudiums gab es auch Praxisanteile, die ich dann wieder genutzt habe, um von der Firma bezahlt und hochbezahlt, ja, ins Ausland zu gehen und dort jeweils 7 Monate zu verbringen. Und nach der Rückkehr an den anderen Standort hat sich dann auch gleich wieder für ein neues Programm ergeben, viele Dienstreisen ins Ausland und schließlich dann nochmal jetzt eine 3-jährige Entsendung, die ja jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Ja, und das ist halt immer alles verbunden gewesen, dann auch mit viel Zulagen und viel Geld, was da geflossen ist, wo andere auch, also andere Kollegen auch ganz klar die Möglichkeit gehabt hätten, sowas zu machen, die das aber in, wenn überhaupt, in viel geringerem Umfang in Anspruch genommen haben. Die sind dann halt mehr so, ja, ich habe mein Häuschen hier, ich habe meinen Sportverein hier, keine Ahnung, ne, ich muss hier mit meinem Dackel spazieren gehen und ich kann ja jetzt nicht ins Ausland und mein Hamster hat Husten und so. Das ist also auch viel bei jungen Leuten, wo man denkt, so, hey, das ist doch, also alle reden davon, so ins Ausland zu gehen, ja, aber dann war ich mal da auf Dienstreise und dann war das da so stressig und so, und das will ich nicht auf Dauer hin. Ja, also ich habe da mehr so die Zähne zusammengebissen und habe immer gesagt, ich nehme das alles mit, das sind super Chancen. Und ja, die Firma war auch immer dankbar, dass die halt
ja, jemanden gefunden hat, der alles so mitmacht und der diese ganzen Sondergeschichten da mitmacht. Und so war das halt ja auch ein Geben und Nehmen. Ich habe mich da zur Verfügung gestellt, wurde fürstlich entlohnt. Und ja, also ich habe insgesamt natürlich Riesenglück gehabt mit meiner Firma an sich. Mhm. Aber innerhalb, also das ist mir auch bewusst, dass nicht jeder in so einer großen Firma arbeitet, die so gut bezahlt und die so viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Aber innerhalb der Firma verstehe ich einige Leute absolut nicht. Die reden sogar schlecht über diese Firma, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also ich bin dieser Firma total dankbar. Alles, was ich quasi ja, erreicht habe, wäre da ohne die und natürlich auch ohne meinen Einsatz, den ich dann im Endeffekt gezeigt habe, nicht möglich gewesen. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt diese Möglichkeiten hatte und ja, dass das initial mit viel Glück verbunden war, weil ich einfach in dieser Firma gelandet bin. Das ist mir aber auch klar. Also ich sage jetzt nicht, ich habe alles richtig gemacht, weil ich wusste, dass das total cool wird. Also ich bin da einfach gelandet und ganz im Gegenteil, nach der Ausbildung gab es eine große Krise in unserer Branche und es war überhaupt nicht klar, ob wir übernommen werden. Und dann haben wir aber ausgerechnet, kurz nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, einen riesen Auftrag bekommen und dann wurden alle Auszubildenden unbefristet übernommen und dann, seitdem ging es eigentlich steil bergauf dort nur und ja, das ist auch alles Glück, ne? Aber immer innerhalb der Firma habe ich halt auch meins dafür getan, dass ich da noch mehr rausholen konnte, als andere das getan haben einfach. Aber das heißt, wenn du ja den Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben würdest, dann ist es tatsächlich Eigeninitiative und immer den Schritt mehr gehen, als eigentlich nötig ist. Das wäre natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Das kommt darauf an, was man erreichen will. Wenn man sagen will, irgendwann will ich wirklich mich dann auch zurücklehnen können, weil das ist ja jetzt die Phase, die jetzt bei mir anfängt mit der Stundenreduzierung und mit der Auszeit. Und das will ich auch noch ausweiten. Das kann ich gerne auch noch mal extra ausführen. Aber es ist natürlich klar, dass du in frühen Jahren bist du A, leistungsfähiger und B, kommt dann ja das, was zusammenkommt. Und wenn du das investierst, dann greift ja der Zinseszinseffekt. Das kennen wir ja alle, dieses System. Es macht also viel mehr Sinn, in jungen Jahren sich, auf Deutsch gesagt, den Po aufzureißen und in der Art und Weise zu investieren, Gas zu geben und eben auch wirklich wortwörtlich das verdiente Geld nicht nur zu sparen, das ist ja auch eine Kunst. Also ich habe auch viele, viele Kollegen, die haben verdienen das Gleiche wie ich, aber die geben das natürlich auch aus. Also die geben das anders aus als ich. Die investieren das nicht. Die haben alle schicke Autos, die haben schicke Häuser oder auch eben Wohnungen oder Häuser, die zu groß sind, wenn man es objektiv betrachtet und so weiter und so fort, was man alles so kennt. Also da verschwindet dann dieses üppige Gehalt dann einfach im Konsum. Man gewöhnt sich daran. Ja, und ich habe halt von Anfang an anders gedacht. Ich habe immer, wie gesagt, schon diese Geschichte im Hinterkopf gehabt, mit 30 gehe ich in Rente. Gut, jetzt bin ich schon 40 und immer noch nicht in Rente, aber das ist ja trotzdem, ja, ich hatte zwischendurch diese Phase mit den geschlossenen Beteiligungen, die haben mich natürlich reingerissen, ne? Aber so vom Gedankenkonstrukt ist es ja eben so, dass ich die ganzen Sachen, also ich habe sparsam gelebt, also auch nicht übertrieben. Ich war ganz früher, war ich auch tatsächlich sehr geizig, da stehe ich auch zu, das hat sich mit der Zeit aber gelegt, ich gönne mir auch was und ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas, was mir wichtig ist, verzichte. Aber ich bin kein Typ, der jetzt die Kohle groß raushaut. Ich investiere das lieber in die genannten Dinge, was wir alles schon durchgekaut haben heute. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Viele wissen gar nicht über diese Möglichkeiten Bescheid. Die denken, da kommt jedes Monat eine üppige Summe auf dem Konto an und die muss ja irgendwie weg. Und die geben das dann halt aus. Da fehlt diese Finanzbildung einfach. Mhm. Ja, also zusammenfassend zu deiner Frage. Ja, auf jeden Fall, wenn man ja in der Richtung was erreichen will, sollte man früh Gas geben. Also ich muss auch jetzt nicht jedem raten, kein Abitur und kein Studium zu machen. Ich habe es dann ja mit 30 noch nachgeholt. Ich habe jetzt irgendwie so ein, weiß ich gar nicht, was ist denn das, so ein Notabitur oder so ein Fachabitur oder sowas und eben dieses Technikerstudium. Ja. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Es hat sich ja auch so alles zurechtgelaufen, obwohl es mir dann später im Zusammenhang mit dieser Firmenkauferei und Standortwechsel wieder geholfen hat, weil ohne wäre das dann auch wieder alles eine Zitterpartie geworden. Also das muss auch jeder selber wissen. Es gibt natürlich statistisch größere Chancen auf mehr Verdienst, wenn man ein Studium vorzuweisen hat und so weiter. Aber es fehlen einem eben auch viele Jahre, in denen man schon Geld verdient hat. Vielleicht da auch nochmal an der Stelle eine kleine Anekdote. Meine Ausbildung sollte 3,5 Jahre dauern. Dann ist mir irgendwann klar geworden, ich habe dann mitbekommen, man kann auf 3 Jahre verkürzen. Also man kann auf ein halbes Jahr Ausbildungszeit sparen, wenn man irgendwelche gewissen Leistungen vorzuweisen hat. Das war mir erst egal. Und dann habe ich kurz nachgedacht,
irgendwann und dachte so, okay, wenn ich jetzt 6 Monate früher als Geselle arbeite, verdiene ich mehr Geld. Also bin ich ja 6 Monate früher am großen Geld dran. Und ja, dann habe ich mich erkundigt. Also mein Meister hat vorher mal gesagt, du hättest mal lieber Bäcker werden sollen hier oder so. Ne, das ist ja alles nichts mit dir. Also auch ein bisschen auch Spaß. Aber ja, dann habe ich dann das auf dem Schirm gehabt. Dann habe ich mich erkundigt, was sind hier die Bedingungen, um ein halbes Jahr zu verkürzen. Habe die in Erfahrung gebracht, habe die erfüllt, habe ein halbes Jahr verkürzt und konnte ein halbes Jahr eher das größere Geld verdienen. Und mein Meister hat sich dann hinterher hingestellt bei der Verabschiedung. Hätte ich nicht gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Hut ab, super Leistung. Ne? Mhm. So, und dann ging das halt los. Ja, da war tatsächlich so ein bisschen das Geld, war da immer mein Motivator. Mhm. Ja, und das ist so dieses Denken und das ist das Gleiche mit dem Studium. Du kannst natürlich studieren, bis du 28 bist oder manche studieren, glaube ich, noch bis sie, weiß ich nicht, Mitte 30 sind oder so. Das kommt ja auch immer drauf an, was man da studiert und wie viel Zeit man sich lässt. Mhm. Aber in der Zeit verdienst du ja im Normalfall nur das Geld, was du halt in der Zeit zum Leben auch brauchst. Also du finanzierst deinen normalen Lebensunterhalt, aber bist nicht groß in der Lage, sag ich mal, zu investieren, weil du halt eben Student bist und einen Studentenjob machst und so weiter. So, ich habe mit 16 angefangen, eine Ausbildung zu machen und 3 Jahre später stand ich, sag ich mal, in einem guten Verdienst. Und das muss erstmal einer aufholen, der bis Mitte 20 oder Ende 20 oder Anfang 30 studiert. Also dem fehlen einfach die Jahre des Einkommens. Ne? Mhm. Der wird nachher initial mehr Geld verdienen, als ich am Anfang verdient habe, das ist ganz klar, aber der muss das erstmal reinholen, die Zeit. Ja. So, von daher, das muss jeder für sich selber wissen, welchen Weg er da geht, aber grundsätzlich eben möglichst früh anfangen, ja, ins Geldverdienen zu kommen, sparsam zu sein und zu investieren. Jetzt habe ich da nochmal eine konkrete Nachfrage, und zwar, du setzt ja unter anderem auch auf deinen Finanzblog Freaky Finance, den du jetzt vor einiger Zeit gegründet hast, hast daneben auch eine Transportervermietung gehabt. Also du hast einen Transporter gekauft für deine Umzüge, hast den vermietet. Da kommt dann auch nochmal zusätzlich Geld rein. Inwiefern ist es wichtig für dich, darüber jetzt auch noch Geld zu generieren? Also ja, das sind interessante Sachen nochmal. Die Transportervermietung, das hat sich so ergeben. Mhm. Also ich bin so ein Typ, ja, ich ja, denke nach und werde reich so, ne? Also das ergibt sich dann aus dem Leben. Mhm. Gut, fange ich erstmal mit dem Transporter an. Ja, ich stand jetzt vor der Situation, ich muss von Hamburg nach Frankreich ziehen. Mhm. Du hast dann die Wahl, die Firma regelt alles für dich und zahlt alles. Ist halt eine super Firma, die kümmern sich um alles. Oder du kannst eine Pauschale nehmen und musst dich dann um dein Kram selber kümmern. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, jo, ich nehme natürlich die Pauschale, die recht üppig ausfällt, und guck mal, wie ich mein Zeug nach Frankreich kriege. Dann habe ich mir überlegt, okay, kaufe ich mir einen Transporter, da passt das rein, den Rest kaufe ich vor Ort irgendwie, und ja, dann steht der Sommer vor der Tür, der Transporter ist super, kannst du als Camper nutzen, passt wunderbar, so eine 1,40er Lattenrost mit Matratze rein, Fahrräder, Campingzeug und ab in die Pyrenäen und ans Meer, also da Südfrankreich, da habe ich zwischen Atlantik und Mittelmeer ziemlich in der Mitte gewohnt und am Rand der Pyrenäen. Ja, da habe ich gesagt, okay, ist egal, ich kaufe mir jetzt den Transporter, mache danach dann Campingurlaub und dann verkaufe ich das Ding wieder. Mhm. Ich war eh da in Frankreich angekommen, ohne eigenes Gefährt, weil ich das hier verkaufen musste, in Anführungsstrichen, weil es da auch noch eine Prämie von der Firma für gab, wenn die nicht dafür sorgen mussten, quasi dein Fahrzeug dorthin zu schaffen, dann hat man auch nochmal eine Prämie kassiert, dann habe ich mein Auto hier verkauft und stand dann dort ohne, hab gesagt, du, den Transporter kannst du auch erstmal als normales Auto oder Fortbewegungsmittel nehmen, also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Umzug gemanagt, dann tatsächlich auch den Urlaub so abgefahren, wie gerade besprochen, und dann kam mir die Idee, weil ich vorher in Deutschland schon mal, ja, meine E-Klasse, eine relativ neue und gute E-Klasse, über so ein Vermietungsportal so für Hochzeiten und so vermietet hatte oder für irgendwelche jungen Leute, die gerne mal ein schönes Auto fahren wollten oder so. Das war immer sehr begehrt da, das ging ganz gut weg teilweise. Und dann habe ich mich an diese Autovermietungsplattform erinnert. Und wie der Zufall was wollte, ist das irgendwie so ein, die sind international aufgestellt. Also die gibt es in Deutschland und in Frankreich. Und dann habe ich gedacht, so ein Transporter ist zwar was ganz anderes als so ein Hochzeitsauto, aber es muss doch auch ziemlich gefragt sein. Mhm. Die Leute ziehen ja immer um oder müssen mal was Großes transportieren und nicht jeder hat so einen großen Transporter auf dem Hof stehen. Also müsste der ja ziemlich gut in der Vermietung weggehen. Hab mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus, kann ja nichts passieren. Jo, hab den reingestellt und ab dem Zeitpunkt war der
quasi dauerhaft vermietet, sodass ich mir sogar noch ein anderes kleines Auto kaufen musste, weil das Ding, was ich als Fortbewegungsmittel geplant hatte, war halt andauernd vermietet. Mhm. Und so bin ich da mehr oder weniger durch Zufall, durch einen ganz anderen Hintergrund in diese Transportervermietung reingelaufen, und die lief jetzt 3 Jahre, also die gesamte Zeit, wie ich in Frankreich war. Mhm. Ja, wurde das sehr gut nachgefragt, und ich habe dann sogar noch einen Umzug von einem Kollegen gemacht und bezahlt gekriegt. Ich habe insgesamt 3 Campingurlaube im französischen Sommer da drin verbracht und meinen eigenen Rückumzug jetzt halt auch nochmal. Also das sind ja dann auch nochmal sogenannte Geldwerte-Vorteile, sag ich mal, die du jetzt nicht in Euro, aber da hast du ja auch was gespart, sonst hättest du wieder einen Transporter mieten müssen oder einen teuren anderen Urlaub machen müssen und so weiter. Also ja, das, so dieses gesamte Setting ist ja ganz nett eigentlich. Und Finanzblock, warum bist du da auf die Idee gekommen? Finanzblock, ja, das ist auch noch wieder eine ganz andere Geschichte. Das schließt sich da so ein bisschen an, weil als ich meinen Mercedes dann in Deutschland verkauft habe, bin ich mit dem Käufer ins Gespräch gekommen. Also wir saßen bei der Zulassungsstelle, zwecks Ab- und Ummeldung auf ihn und bla bla bla, sind dann ins Gespräch gekommen, und er hatte schon mitbekommen, weil er ist auf mein Auto gekommen, auch weil ich ihm vorher mal vermietet hatte, und habe dann durchklingen lassen, dass ich es verkaufen will, weil ich ins Ausland gehe und so weiter. Und dann hat er irgendwie mitbekommen, dass ich so finanziell ein bisschen fit bin und da so schräge Pläne mache und so, wie kommt man an Geld und bla bla bla. Und er hat irgendwie was mit Medien zu tun, mit YouTube, und hast du nicht gesehen, und meinte, Mensch, ich bringe dich raus hier als Finanzheini auf YouTube, ne? Mhm. Ich so, hier, ich vor der Kamera, vergiss das, ne? Also da bin ich überhaupt nicht der Typ für, hatte ich dir ja anfangs auch gesagt, dass ich eigentlich, obwohl, ich glaube, inzwischen merkt man es gar nicht mehr, ne? Ich laber ganz gut, ne? dass ich eigentlich nicht so der Typ bin, der vor der Kamera will unbedingt und so weiter, und dann auch das Gefühl habe, dass ich teilweise gar nicht so viel zu sagen habe. Ich weiß aber, dass ich eigentlich ganz gut schreiben kann. Und dann habe ich das für mich so ein bisschen, ich habe erstmal auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich irgendwas mit ihm da mit YouTube mache und so, aber das war echt, da habe ich mich nicht wohl mitgefühlt und habe dann aber weitergedacht und weitergesponnen, weil ich ja auch schon zu der Zeit die ganzen Finanzblogs selber gelesen habe. Ja, dann mache ich jetzt nicht YouTube, sondern mache hier den 534. Finanzblog dann halt auf, ne? So habe ich gedacht, ja, weil ich habe gedacht, ich habe was zu sagen, ich habe seit 20 Jahren mit Finanzen zu tun, habe teilweise so schräge Ideen wie eine Transportervermietung oder eine Autovermietung oder was ich jetzt noch nicht erzählt habe. Als ich das erste Mal nach Frankreich gekommen bin, habe ich ein großes Haus gemietet und da quasi eine Jugendherberge draus gemacht. Also ich habe dann die ganzen Dienstreisenden von unserer Firma dort beherbergt. Das hatte schon Eventcharakter. Also die sind sehr gerne zu mir gekommen, weil großer Garten, Pool, Grillen und hat nur die Hälfte gekostet vom Hotel und waren halt immer so Gleichgesinnte da. Es wurde nicht langweilig, weil im Ausland hat man sonst sitzt du da im Hotelzimmer, sag ich mal, alleine nach der Arbeit. Und bei uns war immer Stimmung und alle haben gerne bei mir gewohnt. Spitzname war Villa Kunterbunt, ne? Ja, genau. Ja, es war halt echt beliebt, und auch das hat mir dann durch einfaches Nachdenken ich selber bin nicht alleine, sag ich mal, mach das auf für andere Kollegen, und ist alles so Win-Win. Die sparen halt Geld, weil es da genauso läuft. Du kannst dir aussuchen, ob die Firma dich in einem Hotel bezahlt unterbringt, dann wohnst du halt schick, oder du kriegst eine Pauschale und musst davon selber gucken, wie du unterkommst. Und dann ist natürlich immer das Ziel, günstig und nett, trotzdem nett irgendwie zu wohnen, um möglichst viel von der Pauschale für dich zu behalten. Ja, und dann war ich da eine gefragte Anlaufstelle, hatte die Bude immer voll, hatte immer nette Gesellschaft und schon einen netten zusätzlichen zu dem ganzen Entsendungs- und Auslandskram nochmal einen Einkommensstrom. Ja, und du fragtest ja, wie wichtig das für mich ist. Ja, das ist natürlich ein super Gefühl, wenn du weißt, du bist nicht von einer Geschichte abhängig. Also es kann ja immer auch mal sein, dass jetzt in meiner Branche wieder wie damals vor der Ausbildung oder während der Ausbildung eine große Krise kommt. Ist eigentlich überfällig in meiner Branche schon seit Jahren. Und wenn das kommt, dann wird da auch ganz schnell mal viel wegrationalisiert und weggespart. Ja, ich weiß nicht, ob ich da in der ersten Tranche bin, die denn da weg muss, aber es ist einfach nur ein Gefühl von Sicherheit, wenn du weißt, hey, du hast noch hier irgendwie eine Villa Kunterbund oder du hast noch eine Transportervermietung oder du hast noch die Dividendeneinnahmen, du hast P2P-Kredite inzwischen. Also es macht alles entspannt und unabhängig von irgendwas. Und ich bin ein Typ, ich gehe nach wie vor gerne arbeiten,
obwohl ich manchmal das Gefühl habe, ich habe gar nicht mehr die Zeit dafür eigentlich, aber grundsätzlich mag ich meinen Job nach wie vor, bin da immer noch dankbar und gehe da nicht, also widerwillig hin, sonst würde ich es wahrscheinlich auch irgendwie langsam lassen, aber es macht nach wie vor Spaß, die Aufgaben sind gut, Kollegen sind in Ordnung und alles ist gut. So, aber ich weiß halt, wenn die mich loswerden wollen würden oder wenn ich sage, das ist mir jetzt zeitlich doch zu viel, da in die Firma zu rennen, dann könnte ich sagen, gut, ich habe noch diese anderen Einnahmen und komme trotzdem über die Runden. Das heißt aber jetzt, so diese ganzen Dividendeneinnahmen, die Einnahmen durch den Finanzblock, die Einnahmen durch Transporterverbindung machst du jetzt dann nicht mehr, aber hast wahrscheinlich bald eine neue Idee. Das heißt, das gibt dir jetzt auch die Grundlage, um ja jetzt so eine längere Auszeit zu nehmen. Genau. Auszeit hatte ich schon geplant, bevor ich dann ins Ausland gegangen bin. Mhm. Jetzt das letzte Mal, das war eigentlich nur für 13 Monate geplant und es war eigentlich abgesprochen, dass ich bei Wiederkehr ein Jahr in die Auszeit gehe. Mhm. Das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Ich bin viel länger dort geblieben und ich hatte das große Glück, dass ich von den 3 Jahren dort 2 Jahre lang nur 3 Tage in der Woche arbeiten musste. Und das war schon mal ein super Gefühl. Das war was ganz anderes, mhm. Viel mehr Freizeit. Und das war auch so dieser Break von ganz viel Arbeit. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich normal gearbeitet habe, also bis vor 2 Jahren, habe ich sehr viel gearbeitet und Überstunden gemacht und mindestens 6 Tage in der Woche und so regelmäßig und so weiter. Ja. Und auf einmal hat sich aus heiterem Himmel diese Gelegenheit ergeben, auf 3 Tage in der Woche zu reduzieren. Bei trotzdem gleichen oder sogar etwas höherem Gehalt. Und zwar war das so, dass ich nur noch Freitag, Samstag und Sonntag arbeiten musste. Das war so ein spezielles Modell, wo sich kein anderer Mensch in meiner Position gefunden hat, der das hätte machen wollen. Die Firma war daran interessiert, um das Wochenende abzudecken, wo sonst andere Leute, so wie ich vorher, reinkommen mussten und Überstunden machen mussten. Also die wollten von den Überstunden wegkommen und das mehr so als ein normales Schichtmodell aufsetzen. Hat sich nur keiner gefunden, der am Wochenende arbeiten wollte. Und ich habe gesagt, okay, ich bin eh kaputt gespielt. Also ich war dann wirklich irgendwann, na, wenn du da eine ganze Zeit lang, ich war vorher schon immer auf Dienstreise bei diesem Projekt in Frankreich, da war ich zwar noch nicht entsendet, aber ich war fast trotzdem die ganze Zeit in Frankreich und habe da wirklich viel gearbeitet und ich war kaputt einfach und habe gesagt, das ist für mich ist das jetzt eine super Gelegenheit, hier rauszukommen aus diesem zu viel Arbeit, sag ich mal, was ich aber auch freiwillig gemacht habe. Also es gibt überhaupt keinen Zwang dabei, uns viel Überstunden zu machen, falls das jetzt so rüberkommt. Das war alles freiwillig im Sinne dieses Vermögensaufbaus oder Kapitalanhäufung. Und dann war ich aber trotzdem jetzt auch so weit zu sagen, ey, irgendwann reicht das jetzt, jetzt hast du hier diese Chance, kriegst noch nicht mal weniger, kannst aber endlich weniger arbeiten und du hast feste Arbeitszeiten. Vorher ist das alles auf Gleitzeit und Überstunden ohne Ende und was weiß ich. Und jetzt war das wirklich auf diese fixen Arbeitszeiten am Wochenende konzentriert und ich wusste, es gibt keine Überstunden, ich muss diese 27 Stunden in der Woche arbeiten und das ist es dann. Ja, und deswegen hat mir das jetzt nicht wehgetan, dort länger zu bleiben. Im Gegenteil, ich fand das eine coole Erfahrung, für das gleiche oder einen Tick mehr Geld, dort noch 2 Jahre in Frankreich verbringen zu können. Und ja, dann war mir trotzdem klar, wenn ich jetzt zurückkehre, will ich nicht wieder Vollzeit arbeiten. Mhm. Ja, ich habe mich in den 2 Jahren tatsächlich irgendwie an dieses weniger Arbeiten gewöhnt. Und das ist ja auch genau das, was ich ja schon während der Ausbildung immer gesagt habe, ich will dann früher in Rente gehen. Jetzt ist es natürlich keine, ich verabschiede mich nicht aus dem Job, aber ich reduziere die Stunden auf 28 Stunden. Mhm. Also in Frankreich hatte ich 27, jetzt sind es hier 28. Ist nur so ein Rechenbeispiel, weil das dann bei uns 4 Tage ergibt, 4 Arbeitstage. Das heißt, ich muss 4 Tage in der Woche dann arbeiten hier, habe eine 28-Stunden-Woche und gehe jetzt für die nächsten 4 Monate, also ab Anfang Juni in die Auszeit. Mhm. Ja, und das wird jetzt auch so ein bisschen eine finanzielle Probe. Also ich weiß eigentlich genau, dass es kein Problem für mich ist, aber ich habe jetzt nicht mehr diese ganzen Zuschläge und Goodies, die ich hatte in Frankreich aufgrund der Entsendung. Ich gehe 20% vom Gehalt wegen der Stundenreduzierung runter und ich habe jetzt diese Auszeit, die insgesamt dann über 16 Monate auch nur 75% vom Gehalt, also von dem sowieso schon runtergeschraubten Gehalt ausmacht. Also ich bezahle die Auszeit dann natürlich selber in dem Sinne. Ich kriege aber über die gesamte Zeit 75% meines Gehaltes und gleiche das in einer nachgelagerten Phase eben durch Gehaltsverzicht wieder aus. Mhm. Das heißt, von einem sehr hohen Gehalt
komme ich jetzt ziemlich weit runter durch diese ganzen Umstände, dass ich halt jetzt wieder in Hamburg arbeite, was weniger Geld ist, und durch die Stundenreduzierung und durch die Auszeit. So, und dann wird sich jetzt zeigen, wie ich zurechtkomme. Gut, die Transportervermietung hast du gesagt, die fällt auch weg. Ne? Meine Villa Kunterbund in Frankreich habe ich auch nicht mehr. Also ein paar Sachen sind da jetzt schon weniger und ich muss da jetzt trotzdem mit über die Runden kommen, bin mir aber ziemlich sicher, dass es funktioniert. Aber habe immer noch diese Sicherheit im Hintergrund, dass ich ja nicht raus bin aus der Firma. Ich kann theoretisch jederzeit meine Stunden wieder erhöhen, wenn ich merke, ich komme nicht über die Runden, warum auch immer. Ja, und das ist halt alles so ein Sicherheitsaspekt, wo ich auch total drauf stehe. Ich will auch gar nicht ganz raus aus dem Job. Ja, die zahlen mir ja auch die Hälfte von der Krankenversicherung, die stopfen weiter meine Betriebsrente. Und ja, wie gesagt, es macht mir auch nach wie vor immer noch Spaß. Aber ich will auf jeden Fall, habe ich gemerkt in der Zeit, in den letzten 2 Jahren, dass ich kürzer treten will. Und das war ja auch das, wo ich jahrelang darauf hingearbeitet habe. Teilweise hatte ich schon das Gefühl, ich kriege die Kurve da gar nicht mehr und bin da jetzt echt froh, dass es damals zu dieser Gegebenheit gekommen ist, dass meine Freundin das auch mitgemacht hat, mir zu erlauben, am Wochenende zu arbeiten, weil das natürlich auch eine komische Situation ist. Sie hat natürlich am Wochenende frei und das war so die Möglichkeit, wo man sich hätte sehen können. Mhm. Ich bin dann unter der Woche nach Deutschland gependelt, teilweise, um sie wenigstens nach Feierabend zu sehen. Also sie hat das alles mitgetragen. Das war alles sehr gut für mich. Und ja, darüber bin ich jetzt in die Situation gekommen, für mich auch zu wissen, dass ich das will, weniger arbeiten. Und jetzt soll das losgehen mit dem Genießen. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich mir vorher nichts gegönnt habe. Ich habe durch die ganzen Überstunden hatte ich auch immer viel frei übers Jahr gesehen. Ne? Ich war viel auf Reisen. Das hört sich jetzt vielleicht schon wieder für den einen oder anderen, der denkt, ich habe mich jetzt echt 40 Jahre komplett den Arsch zusammengekniffen und mir nichts gegönnt, so war das wirklich nicht. Ich habe teilweise sogar solche Späße gemacht, wie eine E-Klasse, eine relativ neue gefahren, obwohl die auch wieder durch irgendwelche Vergünstigungen dann doch günstig war, aber es war jetzt nicht so, dass ich immer nur ein rostiges Damenrad gefahren bin oder in Urlaub nur an Baggersee gefahren bin. Ein Vogelistenfahrrad, ja. Ja, zum Beispiel, obwohl den Olli finde ich ja total klasse. Also es ist, ich mag ihn gerne. Ich habe ihn ja letztes Jahr auch kennengelernt. Also bei dem glaube ich ja auch alles, dass ihm das Spaß macht, wie er da lebt. Aber das wäre zum Beispiel in der Art und Weise, wäre das jetzt wieder too much für mich. Aber ich finde das klasse, wie er das macht. Aber so habe ich zum Beispiel nicht gelebt. Wie gesagt, obwohl ihm das natürlich trotzdem Spaß macht. Mein Ding wäre das jetzt in der Ausprägung nicht. Ich habe mir auch was gegönnt, also das wollte ich nur nochmal klarstellen für die Hörer, die mich jetzt nicht kennen oder für die das so rübergekommen ist, dass ich jetzt mir wirklich 40 Jahre nichts gegönnt habe. Das ist absolut nicht der Fall, ja. Aber das kam auch gar nicht so rüber. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, dass du auf alles verzichtet hast. Das ist super. Ich wollte es nur noch zur Sicherheit nochmal sagen. Also auch so ein paar Techniksachen, so ein paar Spleens hat man ja trotzdem, dass man ein bisschen vernünftiges Telefon haben will. Also ich muss nicht immer das Allerneueste haben, das ist auch klar. Aber so gerade bei Techniksachen, da habe ich dann schon gerne mal ein bisschen was, was auch funktioniert und ein bisschen gute Qualität ist. Also ist jetzt nicht so wirklich, dass ich dann anfange hier mein Computer, wenn der nicht mehr funktioniert, der versucht da selber rum zu reparieren oder so, dann kaufe ich mir halt einen neuen. Ne? Wenn ich merke, der ist jetzt eh auch schon irgendwie ein paar Jahre alt und funktioniert nicht mehr richtig, ja, dann ist es das halt. Ne? Also nicht übertrieben geizig war ich ganz am Anfang, gebe ich zu. Das wurde mir aber auch von vielen Seiten bestätigt, dass sich das doch sehr gelegt hat. Ich bin weiterhin sparsam, hau das Geld nicht raus, aber ich wollte nur noch mal klarstellen, dass ich jetzt nicht wirklich 40 Jahre nur komplett jeden Cent weggespart habe, damit ich jetzt irgendwie ein paar Stunden weniger in der Woche arbeiten kann. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles schön abgearbeitet, sowohl deine Geldanlage als auch deinen persönlichen Weg. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum World Shuffle kommen. Abschluss. Jetzt wird es spannend. Weil wir sind ja jetzt schon bei über einer Stunde 40. Da ist schon ganz schön was zusammengekommen. Das heißt, ich nenne jetzt ein paar Begriffe, du kennst es und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Frankreich. Frankreich, ja, in dem Land habe ich also über die Hälfte der letzten 16, 17 Jahre verbracht. Ja, war das jetzt gut oder schlecht? Das will ich gar nicht so explizit sagen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist nie wirklich Heimat für mich geworden. Warum? Es ist doch anders, obwohl es ein direktes Nachbarland von uns ist. Ich weiß nicht. Also die Franzosen, das ist kein Gerücht, die sind schon ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist oder dass das keinen Spaß macht, aber die ticken doch irgendwie teilweise anders, teilweise ganz andere Mentalität. Ja, schon so ein Tick, dieses Südländische, auf einen Handwerker kannst du da auch mal ein paar Wochen warten. Aber ich glaube, das ist inzwischen in Deutschland ist das auch so, ne? Habe ich auch schon mitbekommen. Mhm. Naja, aber ja, extrem lange Mittagspause und alles so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und ja,
Teilweise nicht ganz mein Ding. Ich bin auch mit der Sprache nie ganz warm geworden. Da hatte ich jetzt wieder das Problem, dass ich in Anführungsstrichen nur auf der Realschule war. Und auf der Realschule konnte ich Französisch wählen oder abwählen. Ich habe es abgewählt, weil ich dafür eine Freistunde hatte. Da habe ich da recht pragmatisch gedacht. Natürlich habe ich in all den Jahren mir einen gewissen französischen Wortschatz aufgebaut. Da muss ich aber sagen, da hat denn am Ende die Transportervermietung hat da mehr dazu beigetragen als diese ganzen hunderten Französischstunden, die ich dann hatte von der Firma aus. Ja, aber trotzdem habe ich diese Sprache, beherrsche ich bis heute nicht so gut, dass ich mich in einer Konversation wohlfühle. Ich habe französische gute Bekannte und Freunde gewonnen, aber muss ich ehrlich sagen, das sind dann wirklich welche, die entweder Deutsch sprechen oder wenigstens gutes Englisch. Selbst das findet man ja leider in Frankreich. Komischerweise auch heute nicht. Ist es nicht Standard, dass da der Durchschnittsfranzose wenigstens passables Englisch spricht. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber die stehen halt wirklich auf ihr Französisch. Das merkt man auch im Radio. Da gibt es eine Quote, dass so und so viel Prozent muss französische Lieder sein. Und dann hörst du dort Melodien, die man halt kennt. Aber da singt dann einer Französisch zu. Das ist das gleiche Lied, dann nur auf Französisch. Nur wenn die Quote stimmt. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber das ist auf jeden Fall ist es ein super schönes Land. Landschaftlich hat es sehr, sehr viel zu bieten. Ja, die beiden Meere, Atlantik und Mittelmeerküste, die Pyrenäen und auch Paris ist natürlich eine tolle Stadt, wo ich vorletztes Jahr, glaube ich, nochmal war mit meiner Tochter. Ja, das ist schon beeindruckend. Die Stadt, wo ich gewohnt habe, ist nicht so spektakulär. Toulouse war das, die viertgrößte französische Stadt, hat also direkt selber nicht viel zu bieten, aber eben durch die Nähe zum Meer und zu den Bergen, Skifahren im Winter und Wandern im Sommer, ist das schon schön. Ja, ich habe auch, ich sag mal, meine besten Freunde habe ich auf Entsendung kennengelernt. Die sind aber auch alle, das sind alles Deutsche und die sind auch inzwischen alle wieder in Hamburg und Umgebung. Aber die habe ich alle dort kennengelernt. Das ist schon toll und das hat mir viel ermöglicht. Ich habe viel Geld dort verdient. Ich habe dort auch viel Spaß gehabt. Aber ja, es war nie so, weil du weißt immer, du gehst für eine Zeit dorthin. Und du kehrst irgendwann wieder zurück. Also ich habe da keine Wurzeln geschlagen. Es gibt Leute, die sind da komplett heimisch geworden. Die haben dort auch einen Vorortvertrag angenommen. Also die haben wirklich auch das Land und den Standort komplett gewechselt mit allen vertraglichen Dazugehörigkeiten. Aber ich bin ja über meinem Heimatstandort hier in Deutschland verbunden geblieben und wollte auch nie wechseln. Und habe nie den Wunsch gehabt, wirklich komplett dort zu bleiben. Was viele gemacht haben, aber bei mir hat es einfach nicht Klick gemacht oder gefunkt in der Art und Weise. Ich war immer gern da. Ich hätte jetzt auch nicht schon nach Hause gehen müssen, wenn die Firma nicht gesagt hätte, ist jetzt einfach vorbei, was ihr machen solltet, ist gelaufen. Wenn die gesagt hätten, gehen noch ein Jahr länger, wäre ich auch noch ein Jahr länger da geblieben, aber nicht, weil ich das da jetzt, weil ich mich da drin verliebt habe und für immer da bleiben will. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es war eine gute Zeit, eine wertvolle Zeit in vielen Belangen, aber nicht so, dass ich sage, ich will da meinen Lebensabend verbringen oder ich will da wieder hin oder so. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das Hubschrauberpilot. Hubschrauberpilot war mein erster Berufswunsch. Ich wollte Hubschrauberpilot werden. Und ja, dadurch bin ich auch in die Branche gekommen, wo ich jetzt arbeite. Ich arbeite in der Luftfahrt und das sollte der Einstieg werden. Bin dann aber noch während der Ausbildung sehr früh Vater geworden und habe dann, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, den Wehrdienst verweigert. Ich hätte über die Bundeswehr Hubschrauberpilot werden wollen, weil mein Onkel und mein Vater waren Bundeswehrsoldaten und haben mir da den Weg vorgezeichnet oder die haben gesagt, was ich machen müsste, um das zu erreichen. Ich habe mich dann anders entschieden, als ich Vater geworden bin, hatte aber trotzdem, wie gesagt, Riesenglück mit der Firma oder der Branche, wo ich gelandet bin. Von daher Berufswunsch verfehlt. Ich bin bis heute nicht einmal in meinem Leben mit einem Hubschrauber geflogen, was ich sehr bedauere. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich, dass es diesen Ansatz gab und dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Okay. So, kommen wir zum nächsten Begriff des Sex-Podcasts. Sex-Podcast. Habe ich noch nie was von gehört, bis ich dich vor ein paar Wochen in Lübeck getroffen habe. Du hast mich sehr neugierig gemacht, aber aufgrund meiner doch sehr knappen Zeit habe ich es mir bis jetzt verkniffen, reinzuhören, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte es vor, aber ich habe es wieder verworfen. Ich habe mich echt darüber beömmelt, über diese Titel, die du genannt hast, wie bumse ich richtig. Also es hört sich echt interessant an.
Ja, aber vom Titel eher als der Vom Titel. Content, du hast ja gesagt, der Content ist nicht so gut wie der gemeine Finanzblog, was ich durchaus auch glaube. Von daher habe ich vielleicht doch nicht so viel verpasst. Es war auf jeden Fall sehr lustig, wie du davon berichtet hast. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es einen Podcast in der Richtung geben könnte. Und ja, dann nicht sagst nur einen, du ja gibt auch, ja mehrere. Ja, mehrere sogar aus weiblicher und männlicher Sicht. Und da überbieten die sich jetzt wohl gegenseitig mit ihren Stories. Sehr interessant. Ja, ist auf jeden Fall sicher sowas Begehrtes, was viele Downloads hat und sehr gefragt ist, weil es einfach, ja, ist ein Thema, was zieht, ne? Sex sells, ist ganz klar. Wer will da schon Finanzen, ne? Aber ich glaube, für uns beide ist das Thema Finanzen im Podcast doch ein bisschen interessanter, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe einige Finanzpodcasts auf der Playlist, aber keinen einzigen Sex-Podcast. Ja, vielleicht kommt es ja noch, aber dann musst du beim Joggen wahrscheinlich so lachen, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst. Das kann sein, ja. Also ich glaube, aus Neugierde werde ich jetzt in meiner Auszeit werde ich mal reinhören. Ich bin gespannt, was du mir dann erzählst, aber das vertiefen wir nicht jetzt. Kommen wir zum nächsten, es ist Reisen. Reisen, also absolute Leidenschaft von mir. Ich reise super gerne. Ich bin auch schon gut rumgekommen in der Welt. Ich weiß es gar nicht auswendig mehr. Müsste ich nachgucken. Ich glaube, 36, 37 Länder habe ich schon bereist. Habe auch noch einige weitere auf der To-Do- oder To-Travel-List, wie man dann eher sagen könnte. Ja, also super spannend. Ich bin absoluter Sonnenanbeter. Deswegen war ich jetzt weniger in Skandinavien und sowas unterwegs. Es sind meistens eigentlich immer Sonnenziele oder wo ich irgendwie mit kurzer Hose und Flipflops. Das ist so mein absoluter Traum. Deswegen, das war auch eine super Seite an Südfrankreich. Da ist der Sommer deutlich länger. Und seit ein paar Jahren hatte ich es mir dann auch zur Aufgabe gemacht, im Winterhalbjahr eine längere Fernreise irgendwo in die Sonne zu unternehmen. Weiß ich nicht, Südafrika, Thailand ein paar Mal. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Oder Australien war ich ein paar Mal. Das ist ein absolutes Traumland. Ist natürlich viel teurer, aber es ist also... Da tut mir dann auch das Geld nicht weh, sag ich mal. Wenn ich in Australien bin, dann geht mir das Herz auf. Das ist einfach vom Gefühl so geil, dass ich sage, es mir jetzt egal, was das hier kostet. Ne? Ich lebe dann da vor Ort trotzdem wieder auf meine Art und Weise sparsam, aber ich sage jetzt nicht pauschal, Australien ist ein teures Reiseland, ich reise da nicht hin. Ich war da, das hat mich gefesselt und ja, ich würde jederzeit wieder dahin und da wäre mir das Geld dann in dem Sinne egal. Jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen, wo geht's denn jetzt während deiner Auszeit hin? Das ist tatsächlich total unspektakulär. Jetzt enttäusche ich wahrscheinlich dich und viele Hörer. Es ist deutscher Sommer. Der Mai war genial, wenn er nur einigermaßen so weitergeht. Der Sommer geht meinen Reiseplan auf. Ich bleibe nämlich in Deutschland bzw. in der Nachbarrepublik Österreich. Mhm. Werde ich mich vornehmlich aufhalten. Also ich habe jetzt gesagt, ich war so lange weg. Ich bleibe jetzt in der Nähe. Ich mache keine Fernreise, zumal eben auch Sommer ist. Ja, bleibe ich in der Nähe. Ich wollte das jetzt hier meiner Freundin und meinem Umfeld nicht antun, zu sagen so, ich gehe jetzt wieder ein Jahr auf Weltreise oder eben die 4 Monate, weil ganz ursprünglich war ja 1 Jahr geplant und eben auch aufgrund dieses Umstands, dass ich jetzt eh schon länger weg war als geplant und weil meine Freundin im neuen Job ist und keine Auszeit nehmen kann und so weiter, habe ich das auf 4 Monate verkürzt, damit ich früher wieder die nächste Auszeit nehmen kann. Das ist nämlich mit Sperrfristen dann auch verbunden. Und je kürzer jetzt meine Auszeit jetzt ist, habe ich gesagt, ich mache die jetzt nur im Sommer, desto früher kann ich dann wieder die nächste Auszeit machen. Also ich bleibe in Deutschland, fahre aber tatsächlich hier auch mit meinem Transporter ein bisschen durch die Republik. Wird es noch einen Artikel zu geben, hab Bock Leute zu treffen, ja, Family und Friends sowieso, aber vielleicht auch den ein oder anderen Leser meines Blogs. Bin ich drauf gekommen, weil ich da ja auch immer im Austausch mit Leuten bin, ja, die mal gefragt haben, ja, komm doch mal vorbei oder ich komme mal nach Hamburg, wie auch immer. Ich habe gesagt, ich habe Auszeit, ich fahre ein bisschen durch die Republik und würde einfach mal gucken, ob man, ne, ob es örtlich und zeitlich mal passt, den einen oder anderen, mit dem ich eh schon im Austausch bin, zu treffen oder vielleicht kommen auch andere Leser oder vielleicht auch Blogger dazu, die sagen, hey, falls du in der Nähe bist, lass uns treffen, einfach einen bunten Abend oder Nachmittag oder ein Bier trinken oder über Finanzen quatschen oder was ganz anderes machen, wandern gehen. Ne? Also ich bin dafür alles offen, werde ein bisschen rumfahren und gucken, was sich ergibt. Sehr schön. Und für alle, die es interessiert, Vincent hat auf seinem Blog Freaky Finance auch Freaky Finance Travel, ganz viele Bloggerberichte aus allen Herren Länder und da ist auch mit Sicherheit was Interessantes für jeden dabei. Das stimmt, das ist ganz interessant. Ja, Freaky Travel, da gibt es immer die Top 5 von irgendwem. Da finden sich Leser oder andere Blogger, die stellen dann ihre Top 5 von irgendwo, also von irgendeinem Ort, den sie gerne bereisen oder der ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, vor. Und ja, da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen.
ein bis zweimal im Monat gibt es da dann so einen Artikel und da kann jeder mal gucken, ob da vielleicht ein interessantes Reiseziel bei ist oder ob man da sowieso schon einen Plan hat hinzufahren und kann man sich immer so die Top 5 abgreifen. Genau, ich bin da auch mit dem Artikel vertreten. Ich habe Irland gewählt, war ich heute vor einem Jahr genau. Und ja, das Land hat mich zum Beispiel auch absolut begeistert. Ja, ist auch sehr interessant geworden, der Artikel. Du hast ja sogar Top 6 draus gemacht. Du hast einen Bonus rausgehauen, auch sehr geil. Ja, also da sind immer spannende Sachen dabei und ein bisschen Inspiration für die Reisen. Genau. So, jetzt habe ich noch zwei Begriffe für dich. Die beide wirst du kennen als Stammhörer. Nächstes Rockmusik. Rockmusik. Endlich mal ein Interviewpartner, der da was mit anfangen kann. Ja, ich bin mit Rockmusik groß geworden. Mein Vater hat mich schon in den Kindergarten gebracht mit AC/DC und Status Quo und Rolling Stones im Auto. Das war so, die Touren zum Kindergarten. Ich selber habe auch schon als Jugendlicher selbst in der Band gespielt. Wir haben solche Art der Musik gemacht. Ja, teilweise sogar recht erfolgreich regional. Und das ist dann auch mit meiner ersten Auslandsentsendung, ist das quasi durch andere Umstände auch noch. Unser Proberaum ist weggefallen und ich bin ins Ausland gegangen. Ist es dann in die Brüche gegangen oder haben wir aufgehört, als Band zu spielen? Ja, aber ich habe da tatsächlich selber Musik gemacht. Ich kann damit was anfangen. Auch diese ganzen alten Sachen, Iron Maiden und alte Metallica, Nirvana, was man da früher alles Megadeth gehört hat und so weiter. Ja. Das war meine Musik, da bin ich mit aufgewachsen, höre ich heute noch total gerne, aber wie das so ist, wenn man älter wird, wird man auch einen Tick ruhiger oder nimmt auch andere Arten der Musik auch an, als nicht mehr ganz so verpönt oder so. Also Schlager muss es immer noch nicht sein, aber man wird ein bisschen offener und hört sich auch das Gedudel aus dem Radio an, was ja früher total als Rocker dann, oh nee Gott, bloß kein Mainstream oder so. Das hat sich ein bisschen gelegt, muss ich auch sagen. Also so weit bin ich noch nicht, Vincent, aber... Ja, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit. Genau. Was hast du für ein Instrument gespielt? Ich war der Bassist. Der Basser, okay. Ja. Gut. Dann habe ich jetzt noch einen letzten Begriff und das ist Glück. Glück, ja. Das ist ein weiter Begriff, ein sehr interessantes Thema. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auf jeden Fall Glück hatte bei der Berufswahl. Mhm. Ich glaube, wir alle haben Glück, dass wir hier in unserem Land sein dürfen, auch wenn viel... Auch berechtigte Kritik herrscht natürlich an der EU und den ganzen Regularien, Bürokratie hin und her. Aber insgesamt, wenn man auch mal ärmere Regionen der Welt gesehen hat, bereist hat, dann können wir uns, glaube ich, immer noch glücklich schätzen, was wir überhaupt für eine Grundsituation haben. Mhm. Dass die jetzt nicht optimal immer ausgestaltet ist von denen, die uns regieren, ist eine andere Sache. Aber wir haben hier super Voraussetzungen, was draus zu machen, die andere einfach gar nicht vom Ding her haben. Also das ist immer das erste Glück. Das zweite Glück hatte ich, wie gesagt, auch mit der Jobwahl, dass das alles so geklappt hat und dass es dann eine Festanstellung wurde, anstatt nach der Ausbildung auf der Straße zu stehen. Ich habe unheimliches Glück, dass ich noch nie ernsthaft krank war. Also ich musste noch nie irgendwie über Nacht ins Krankenhaus. Ich hatte das eine oder andere Loch im Kopf oder aufgeschlagene Knie oder was man so hat als tobender Bengel. Aber keine Ahnung, ich hatte noch nie irgendwas, ich habe noch nie einen Blinddarm oder was man alles so hatte oder eine wirklich ernsthafte Krankheit, habe ich einfach nicht gehabt. Da bin ich super dankbar für, dass ich bis jetzt so durchs Leben gekommen bin. Ich habe allerdings auch ziemlichen Respekt davor, dass das irgendwann mal so weit sein könnte. Ist ja heute nicht unüblich, dass die Leute irgendwann an einer schlimmen Krankheit wie Krebs oder ähnlichen Geschichten erkranken. Das ist so ein bisschen ein trauriges Kapitel. Also ich bin unheimlich dankbar und schätze mich glücklich, dass das bis jetzt nicht der Fall ist. Ich will über 100 werden, wenn es so weitergeht, aber steckt man natürlich nicht drin. Mhm. Ja, auch ist mir bewusst, dass ich mit meiner finanziellen Situation, trotz der negativen Punkte, die ich zwischendurch erlebt habe, mich sehr glücklich schätzen kann. Ja, das ist eben teilweise auch der Gesamtsituation, dass ich hier in Deutschland, Mitteleuropa groß geworden bin, mit der glücklichen Berufswahl zusammenhängt. Ein bisschen Eigeninitiative gehört auch dazu, haben wir auch besprochen. Ja, aber das nötige Glück, das erkenne ich auch an und da bin ich auch wirklich dankbar. Sehr schön. Und du bist jetzt Rekordhalter im Podcast-Interview mit fast 2 Stunden. Meine Herren, das hätte ich vorher nie im Leben gedacht, dass ich so viel erzählen kann. Aber es ist mir jetzt auch überhaupt nicht schwer gefallen, was mich ein bisschen erstaunt, aber ich hoffe auch, dass das auch so rüberkommt beim Hörer alles, dass das einen weiterbringt, vielleicht ein bisschen Inspiration, ein bisschen Lebenserfahrung mal rübergebracht.
der ich schon auch zehren kann, auch wenn ich noch nicht so alt bin, aber habe ja schon ein bisschen was erlebt. Genau, das hast du ja auch gesagt. Und wer mehr über Vincent erfahren möchte, der geht einfach auf www.freakyfinance.net. Und ich werde in den Blogartikel bzw. die Shownotes auch noch diverse Links zu Vincents Blog packen, einfach um nochmal so ein bisschen die Statements zu untermauern mit den passenden Artikeln. Und Vincent, ich danke dir sehr herzlich für das sehr spannende und interessante Interview. Daniel, ich danke dir. Das war wieder super, super Gesprächsführung. Ich habe, wie gesagt, vorher ein bisschen Bammel gehabt, aber ich habe, ja, wie du vermutet hast, nach einigen Minuten hier alles vergessen, was mit Angst oder Schüchternheit zu tun hat. Ich habe geredet, es hat super Spaß gemacht und es waren tolle Fragen. Ja, und ich freue mich auf Feedback, auf die Folge dann. Genau, und das ist ein würdiges Staffelfinale, muss man auch sagen. Ach, ich war der Letzte jetzt, bevor du auch in Rockerpause gehst erstmal. Ja, in Finanzvisier rockt Pause sozusagen, weil das wird jetzt in den kommenden Monaten oder Wochen dann der Fall sein. Okay. Ja, das war das Interview mit Vincent. Und ja, es ist ziemlich lang geworden. Ich habe sogar noch ein bisschen gekürzt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man da etwas andere Einblicke hat als bei vielen anderen Interviews. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Vincent zu Gast in meinem Podcast war. Bevor wir jetzt in die Sommerpause gehen, habe ich wie gehabt noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Lux Bell und er schreibt: spannend und abwechslungsreich mit viel Praxisnähe. Ein sehr spannender Podcast, den ich immer wieder gerne verfolge. Besonders gefällt mir der Fokus auf Dinge, die jeder in seinem Alltag umsetzen kann. Vielen Dank und weiter so. Ja, Lux Bell, ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite und letzte für heute stammt von Mischa0db und er schreibt: eine gute Starthilfe für die finanzielle Freiheit. Super Podcast, macht bitte weiter so. Ich pendle täglich circa 2 Stunden mit Auto zur Arbeit und mit deinem Podcast lässt sich die Zeit sehr lernreich am Steuer überbrücken. Ja, Mischa, ich danke dir herzlich für die Bewertung und damit bin ich jetzt am Ende von Staffel 3 angekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für dein Interesse bedanken, dass du regelmäßig in den Podcast reinhörst und die zugegeben ziemlich langen Folgen auch bis zum Ende durchhörst. Ich komme wieder Anfang September und wer Interesse hat, mich dieses Jahr nochmal persönlich zu treffen, der hat nochmal eine Möglichkeit und zwar auf dem FinCamp vom Finanzvisier. Das findet am 15.09. in München statt. Und da gibt es 200 Tickets, mittlerweile nicht mehr ganz so viele. Aber falls du Interesse hast, dann triffst du da auch ganz, ganz viele meiner Podcast-Gäste. Und wenn du Karten kaufen möchtest und auch ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net/FinCamp. Ja, damit bin ich am Ende von dieser Podcast-Folge und von dieser Podcast-Staffel angekommen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Bewertung, für das nette Feedback. Und wir hören uns in alter Frische im September wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.